So, Hallöchen, Freunde, und dann einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Mittwochstream, zu den News der Woche und zu einem Alpha 3.17 Q&A, Inhalte, Features, pipapo, alles, was uns noch erwartet im März aller Voraussicht nach. Ist bei der Musik, glaube ich, zu leise. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr habt die Woche gut überstanden und freut euch, dass wieder Bergfest ist. Schicke Huldé im Hintergrund. Was ist das, ein Huldé? Weiß gar nicht, welche das ist. Aber es ist keine Huldé, oder? Naja. Erstmal Dankeschön für die Follows. Kizmo, Schreido, Kampfbrot, Michi, Dark Trooper, First Wolf, Terrence Skill und Seymour. Und Dankeschön für den Prime Sub. Willkommen an Bord, XorxX. Avon EU ebenfalls mit Prime dabei. Vielen Dank. Federation of Cats, danke für 3 Monate auf Stufe 1. Und der Erninato hat auch gerestet im 11. Monat auf Stufe 1. Ah. Dankeschön, Pupperich, 19 Monate, oha, und schon weiter geht's. Vielen Dank. Dankeschön, Regen COE für, ich will mal OCE sagen, weiß nicht warum. Regen COE, danke für 2 Monate mit Prime. Report for Duty, Sir, und danke für den Tipp mit der Thermoskanne, die ist großartig, da siehst du, wunderbar. Ich habe meine hier auch stehen, randvoll mit Kamillentee, aber dazu komme ich gleich noch. So, Dankeschön, Austro, für 4 Monate auf Stufe 1. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's so lala. Ich hatte es im Discord wann war das überhaupt? Ich habe gar kein Zeitgefühl mehr. am Dienstag, glaube ich, habe ich das gepostet auf Discord vormittags irgendwann. Mich hat's am Montag wirklich ohne jede Übertreibung komplett aus den Latschen gehauen. Also wirklich katastrophal aus den Latschen gehauen. Will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das war, also ich kann mich nicht dran erinnern, dass es mir jemals so unfassbar dreckig ging, ohne Mist. Ich hatte, also Montag, Vormittag war noch alles super, alles wunderbar. Dankeschön, Raven, für ein ganzes Jahr auf Stufe 1. Das erste Jahr ist voll. Juhu, da kommt das zweite. Und Dankeschön, Burners, für 5 Monate mit Prime. Dankeschön. Ich hatte, also Montag war noch alles okay. So, und ich hatte mir bei Rewe, der eine oder andere weiß es, ich nutze bei Rewe den Abholdienst. Das heißt, ich bestelle online, fahre hin und hole das ab, weil ich mag einkaufen einfach nicht so gerne. So, auf jeden Fall habe ich ganz normal bestellt. Letzte Woche war das Donnerstag oder so, abgeholt. Und ich mag Schokomüsli, ne? so ein Crunch-Müsli, wo so Schoko drin ist, kennt ihr vielleicht. Und das, was ich normalerweise hatte, gab es nicht. Und dann ist es gang und gäbe, dass man dann ein alternatives Produkt quasi in den, quasi reinpackt in die Kisten. Und dann kann ich an der Kasse sagen, nehme ich oder nehme ich nicht. So, Dankeschön, Tribun X für 17 Monate, auf Stufe 1 und hi. So, auf jeden Fall, ich dachte mir, na gut, die haben gesagt, hier Früchte-Müsli. Und ich dachte mir, na komm, why not? Schlimmste Entscheidung meines Lebens wahrscheinlich. Ich habe das Früchtemüsli dann am Montag verspeist. Ich speiste es mit Genuss, es war wirklich lecker, also nichts gegen das Früchtemüsli. Es war auch nicht schlecht oder so. Und dann so nach einer halben, dreiviertel Stunde ging das los. Kalter Schweißausbruch, ja. Mir ging es richtig drunter und drüber. Ich dachte kurz, ich sterbe. Und dann, naja, das, was man halt so kennt, es wollte halt raus. Und zwar aus allen, aus allem. und das ging den ganzen Montag so. Ich habe eigentlich am Montag nur gelegen. Ich konnte nicht sitzen, ich konnte nicht stehen und selbst das Liegen. Naja, das Liegen ging dann so. Das ging dann so, ja, bis spät abends. Dann wurde es langsam wieder ein bisschen besser. Und die Nacht war halt auch katastrophal. Also, ich habe so eine Stunde geschlafen, wieder aufgewacht. Aber nicht, weil ich, ich habe schon ein bisschen was rausgebracht quasi. Vor allem obenrum. Ich hatte Kopfschmerzen und Bauchschmerzen und alles. Furchtbar. Das Müsli wurde vergiftet. Ja, Giftanschlag auf Knebel. Halbe Stunde, das kann es aber nicht das Müsli gewesen sein. Das sollte es nicht so schnell durchs System durch sein. War ja auch nicht. Es war nur im Magen.
Es war nur im Magen. Und das hat schon gereicht. Und ich habe danach gegoogelt. Und es gibt tatsächlich eine gewisse Anzahl, so 5-10%, die keine Allergie, aber eine Unverträglichkeit haben gegen getrocknete. Wie heißt das? Nicht schokoliert. Genau, gegen getrocknete, kandierte Früchte. Und das war da drin. So. Und kein Corona. Alles gut. Habe ich schon Test gemacht. Dankeschön, Timmy Turner, für 5 Monate mit Prime. Auf die nächsten 5 immer wieder so grandiose Arbeit, die du machst. Dankeschön, vielen Dank. Und Dankeschön, Mamron, für den Follow. Naja, auf jeden Fall, gestern war es dann vormittags schon um einiges besser. Ja, ich habe auch seitdem eigentlich nichts mehr in dem Sinne rausgebracht. Aber ich habe auch nichts mehr gegessen. Also ich habe Montag und Dienstag quasi nichts gegessen. Ja, meine Mutter war bei mir, hat mir Bananen mitgebracht und Äpfel. Davon habe ich mich dann gestern und heute übrigens ernährt. Ich habe heute auch noch nichts gegessen, bis auf Bananen und Äpfel. Aber es ist sonst im Großen und Ganzen wieder. Es kam schnell und es hat sich auch recht schnell wieder dann verzogen, sozusagen. Glücklicherweise. Darf man ja nur dankbar sein. Genau. Ja, was wollte ich noch sagen? Ansonsten, also was ich jetzt noch habe, ist vor allem auf der einen Seite Hunger, auf der anderen Seite kann ich aber nicht einfach jetzt wieder normal essen, deswegen mache ich es ganz vorsichtig, wollen wir mal nichts provozieren, und auf der anderen Seite habe ich massiven Muskelkater am gesamten Körper quasi, weil das so eine Belastung wahrscheinlich war, auch über Nacht. Ich habe auch gestern habe ich eigentlich kaum durchgeschlafen, also vielleicht 3 Stunden am Stück dann wieder aufgewacht. Mittlerweile geht's, wird wirklich von Stunde zu Stunde besser. Mir taten die Arme weh, der Brustkorb, hinten der ganze Rücken bis zum Nacken, das ist immer noch so. Ja. Das war schon ziemlich belastend. Dankeschön, Barrio Faith, für 8 Monate mit Prime. Vielen Dank. Gestern späten Nachmittag habe ich dann noch mit der GameStar zusammen noch ein Let's Talk aufgenommen. Das kommt dann am Wochenende. Ich bin mich auch durchgequält, aber es ging auch. Gestern konnte ich ja wenigstens wieder normal sitzen, dass es nicht irgendwie schmerzhaft war. Da ging das ganz gut. Ja, die Show muss weitergehen. So ist das. Ja, andererseits, wenn es nicht gegangen wäre, hätte ich es auch nicht gemacht. Ne? Also da bin ich auch so, ich gucke schon, dass ich das, was ich mir vornehme, auch hinbekomme. Und das ist auch der Grund, warum wir heute auch kein Elden Ring spielen. Was einige freuen wird, andere vielleicht ein bisschen enttäuschen wird, es tut mir dann leid, wenn ihr euch darauf gefreut habt, aber ich fühle mich heute nicht geistig dazu in der Lage, Elden Ring zu spielen. Das ist ein recht forderndes Spiel, man muss sich sehr stark konzentrieren, das kriege ich heute einfach nicht hin. Das tut mir leid. Ich habe heute aber ein paar andere Sachen vorbereitet, die wollte ich eigentlich am Freitag machen, das ziehen wir heute einfach vor. Also mit 317 und Q&A und so weiter, ist ja auch schön. Und dann zocken wir ein bisschen Star Citizen. Ich kann euch aber noch nicht versprechen, dass ich heute bis 22 Uhr durchhalte. Ja, das kann ich noch nicht garantieren. Wir gucken mal, wie es so läuft im Laufe des Abends. Dankeschön für 9 Monate Aufschub 1 Rollgame. Vielen Dank für den stets tollen Content. Mach weiter so. Dankeschön. Das geistig billige SC. Naja, bei SC ist man ja, bin ich zumindest recht erfahren. Das strengt mich nicht so an. Elden Ring strengt schon sehr an. Zumal ich wollte heute Elden Ring mit Controller spielen, weil das ist einfach 10-mal besser. Und ich wollte dafür aber ein bisschen üben, weil die Steuerung ist natürlich anders auf dem Controller und wenn ich dann erst anfange im Stream zu üben, ist das doof. Und das konnte ich aber nicht üben, das kommt auch noch hinzu. Ne? Genau. Genau, wir gucken mal, vielleicht schaffe ich heute bis um 10, vielleicht mache ich eine halbe Stunde eher. Wir schauen mal, wir haben ja genügend Möglichkeiten, gar kein Problem. Auf jeden Fall ist es schön zu streamen. Es kommt mir jetzt gerade so vor, als hätte ich jetzt irgendwie 2 Wochen lang nicht mehr gestreamt. Bin jetzt wieder da, dabei waren es bloß 2 Tage. Das Zeitgefühl ist auch so ein bisschen dahin. Naja. Habe ich auf Hearthstone 3 7 FPS mit einer 360 Ti. Vor ein paar Sekunden waren es noch 70 FPS. Es ist plötzlich gedroppt. Warum? Irgendein Fehler. Irgendwas, was sich da aufhängt. Ne, kennt man ja. Liegt dann wahrscheinlich nicht an dir. Brauchte auch erstmal 1-2 Stunden, bis ich mit Controller klar kam. Genau, da habe ich auch gelesen. Das stimmt. Das ist so. So, dann
Fangen wir mal an mit den News der Woche. Ne? Hier nochmal kurzer Hinweis, das hier wurde jetzt verlängert, das lief bis Sonntag eigentlich, aber weil das gut ankam, haben sie diese Aktion hier verlängert, also bleiben wir auch mit dabei. Wer hier also was spenden möchte, kann das gerne tun. Da ist das Kommando drin, ich hoffe, ihr könnt es vernünftig lesen. Was? Ach so. Lieber Schwarm, ergibt sich überhaupt Sinn, aktuell irgendeinen Cooler oder einen Powerplant im Schiff zu wechseln? Oder sind die momentan alle gleich? Ich glaube, die sind relativ gleich. Also muss gucken. Also, ich glaube bei... Oh, ich weiß nicht mehr, bei welchem Schiff das war. Du musst halt gucken, was du einbaust. Wenn ich jetzt mal hier so eine Reliant Core nehme, da hast du zum Beispiel hier Energie, ja, 2314 maximal. Wenn du jetzt hier also stärkere Laser einbaust, ich mache mal ein Beispiel... weiß nicht, ob die jetzt wirklich stärker sind. Hier sind sie sind sogar schwächer, glaube ich, hier. Naja, auf jeden Fall, da musst du halt drauf achten. Wenn diesen Wert hier überschreitest, dann brauchst du eine bessere Energiezelle. Und das gleiche gilt auch hier beim Kühler. Ne? Genau gleich sind die nicht. Die haben schon verschiedene Energien, ne? wie du hier auch unschwer erkennen kannst. Aber eigentlich brauchst du es nicht. Also bei den meisten Schiffen ist das schon ganz okay. Wobei, wie gesagt, bei der Reliant Core ist es sehr, sehr knapp bemessen. So. Genau. Und beim Kühler ist es eigentlich genauso. Die Kühler, da hast du hier 200, guck mal hier, 440.000 bis runter auf 150.000. Also das kann man schon. Aber wie gesagt, meistens braucht man es nicht. Das ist alles sehr großzügig bemessen. Meistens. So, was haben wir denn für News der Woche? Also das hier erstmal, das habe ich euch schon gezeigt. Das ist im Squadron 42 News Video, das neueste quasi, die Februar News. Ne? Da könnt ihr reingucken in das Video, das brauchen wir jetzt ja nicht nochmal durchgehen. Da habe ich euch alles schon schön zusammengefasst. Ich denke, das passt so. Das ist bloß nochmal quasi der Newsletter als Textform hier im Spectrum drin. So, dann haben wir This Week in Star Citizen. Oh, was? Der SCRP braucht mal meine Meinung. Warte kurz. Dankeschön erstmal Kennig für den Prime Sub. Willkommen an Bord. Ich bräuchte mal deine Meinung. Im Juli kommt Cargo Refactor. Alien Week und die Bahn Merchantman Arbeiten sind laut Progress Tracker abgeschlossen. Mache ich mir zu viele Hoffnung, dass ich meine Bahn Merchantman zur Alien Week habe? Ich denke ja. Ich denke, da machst du zu viele Hoffnung. Ich schätze, dass die Bahn Merchantman. Du musst bedenken, die ist jetzt recht schnell durchgepeitscht worden durch die Whitebox, was einen Hinweis darauf gibt, dass sie es schnell fertig haben wollen. Aber. Die Greybox ist sehr aufwendig, gerade bei so einem dicken Schiff wie der Bahn und Merchantman, weil da sehr, 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 sehr viel im Innenraum gemacht wird. Klar, wenn die jetzt 50 Leute ransetzen und sagen, wir prügeln das jetzt durch bis zur Alien Week, dann kommt die auch, ne? Aber ich glaube ich nicht. Also ich würde eher mit dem Anniversary Event rechnen, als mit der Alien Week, muss ich sagen. Ja. Greybox sollte man nicht unterschätzen, die kann gerade bei so großen Schiffen mit viel Innenraum, und das ist die Bahn und Merchantman, sehr lange dauern. Ja, mitunter Monate. Je nachdem, wie viel sie halt dran setzen. So, genau, was haben wir diese Woche? Wir haben heute kein Roadmap-Update, war ja erst letzte Woche. Wir haben morgen einen Sprint-Report zu, also einen Locations-Based Sprint-Report. Was auch immer das genau heißt. Also wahrscheinlich geht es um neue Locations. Mal gucken. Aber vor allem geht es da um die Miss Cool A, die ja mit der 3.17 endlich flight-ready wird. Auch die schauen wir uns gleich mal ein bisschen genauer an. Das ist diese Woche noch geplant. Da freue ich mich schon sehr drauf. Die Cool A ist ein schönes Schiff. Und wir werden damit schon viel Spaß haben beim Traden. Mal gucken, ob der Cargo-Raum, also die Menge an Cargo, so bleibt, wie das aktuell noch steht. Ich glaube, es waren 48 SCU. Klingt für mich ein bisschen wenig, aber mal sehen. Dankeschön, Andor Geary für 3 Monate mit Prime. Guten Abend, vielen Dank. Genau, mehr ist hier nicht. Wir haben hier noch so einen Lore-Post. Bin ich ehrlich noch nicht dazu gekommen. Wenn ihr es schon gelesen habt, war ja irgendwas Interessantes mit dabei. Ich gucke die ja meistens am Dienstag durch. Also gestern, aber ich habe gestern keinen Kopf dafür gehabt. Ich glaube, da war nichts Besonderes mit dabei. Lorville Rework. Ja, das ist ja, das steht ja sowieso auf dem Plan, das Lorville Rework. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Kommen wir aber auch gleich noch zu. Ich habe einige Sachen vorbereitet. Gucken wir uns gleich an. Dankeschön, Manois, für 3 Monate auf Stufe 1. Vielen, vielen Dank. So. Genau, das ist das.
Dann. Das haben wir uns schon angeguckt am Sonntag, glaube ich, hier. Diese Xeno-Thread-Zahlen. Hallöchen, Manois. Guten Abend. Was wir auf jeden Fall haben, ist der nächste Patch. So, und ich habe ja so ein bisschen meine Quellen. Ich habe ja so ein paar Evocatis, möchte keinen Namen nennen, die mir hin und wieder natürlich die Informationen zuspielen, die ich brauche, um meinen Job zu machen. Die ich aber leider nicht von CRG bekomme, diese Infos. Keine Sorge, es sind wie immer keine Leaks, aber so ein bisschen um den Zeithorizont zu haben, ist es so, dass der Evocati für die 3.17 ist noch nicht aktiv, soll aber jetzt diese Woche soweit stattfinden. Ja, das kann man, glaube ich, sagen. Wie lange dann dauert, wird sich zeigen. Da weiß ich auch nichts, ne? Logischerweise nicht. Aber ich denke mal nicht, dass der 3.17 Evocati so lange brauchen wird. Weil viele Inhalte, kann ich hier eigentlich alle öffnen? Expand, ja. Viele Inhalte der 3.17 sind ja schon sehr lange in der Mache. Und sollten daher auch nicht so viel Zeit zum Testen brauchen, weil die schon mal getestet wurden oder weil die schon wirklich seit Oktober, November, Dezember teilweise schon halbwegs fertig waren. Ne? Und da haben wir die DNA-Head-Textures als erstes, wo wir also mehr Customization-Möglichkeiten haben für unsere Charaktere und eine neue Grafik quasi für die Charaktere. Das habe ich hier auch mal kurz rausgefummelt bei mir. Da seht ihr das Ganze mal. Ist es keine riesengroße Neuerung? Dankeschön. Android Gear für ein verschenktes. Was? Doch, für ein verschenktes Abo. Warte kurz, ich muss kurz pausieren, das hab ich noch nie gesehen. Android Geary hat Chilera 1 Stufe 1 Abo für 3 Monate gleich geschenkt. Das ist aber nett. Dankeschön. Da freut sich der Chilera bestimmt. Vielen Dank. So. Genau, also ihr seht hier, glaube ich, schon, es sieht schon besser aus. Ne? Ich meine, es ist nichts im Vergleich zu einem fertigen Spiel, wo man natürlich teilweise viel, viel krassere Möglichkeiten hat. Und es sind auch weiterhin nur die Gesichter. Also die Körper sind weiterhin nicht customizable. Kann man nichts dran einstellen. Aber es sieht schon, wie ich finde, den ganzen Ticken besser aus. Dankeschön, The Real Kashkanen, für 5 Monate auf Schweins. Weiter so, danke. An Augen haben sie viel gemacht. Die sollen jetzt nasser sein, realistischer aussehen. Hier, naja, wobei, das ist vielleicht eine schlechte Aufnahme von CRG. Aber die sehen schon ziemlich gut aus. Also gerade die Iris, finde ich, ist ihnen sehr, sehr gut gelungen. Na? Bist du ein Hunde- oder ein Katzentyp oder gar nichts? Auf jeden Fall Katzen. Ich mag Katzen. Meine Mutter hat auch eine Katze. Ich könnte mir auch eine holen, aber habe ich noch nicht gemacht bisher. Ja, an den Haut, an den Augenbrauen, hier war es gerade Augenbrauen, haben sie auch einiges gemacht. Warte, noch kurz zurückgehen. Ne, aktuelle Augenbrauen. Und das sind jetzt dann die neuen. Ne, ein bisschen mehr Hair-Details, bisschen, naja. Ne. Ich denke mal auch, dass es nicht nur um die reine Optik geht, sondern dass es auch um Performance geht. Ich denke, dass die neuen Texturen, die neuen, ja, die neuen Assets einfach auch performanter im Spiel dargestellt werden. Und sie wollen ja auch dann zukünftig sich dann mehr Frisuren widmen und verschiedenen Anpassungen, Bärte, Schminke vielleicht auch und so weiter und so fort. Ja. Wozu die Augen verbessern, man kommt sich in dem Spiel doch eigentlich nie nah genug, um das zu sehen. Das ist nicht die Herangehensweise von CRG. Ja, das ist, würde ich auch nicht als Herangehensweise nehmen wollen. Es ist schon wichtig, auf die Details zu achten. Davon lebt das Spiel. Beispiel, wenn du mal auf die Grimhex-Station fliegst und dort mal rumguckst, da hast du einen Haufen Assets, wo du wahrscheinlich, wenn du normal durchs Spiel läufst, das nie mitkriegst. Ne? Aber zum Beispiel kaputte Treppen, ja, wo da irgendwo eine Stufe fehlt oder wo irgendwo eine Delle ist und die sich aber nicht wiederholt, wo man einfach Zeit reingesteckt hat in solche Details. Das Auge spielt halt mit. Brauchen bessere Lippen. Ja. Da habe ich auch oft gelesen, so Getechnik. Viele sagen, dass die alten Augen besser aussehen würden. Weiß ich nicht. Ist schwierig, die Frage, ne? Nur mal kurz hier reingucken.
bei YouTube. Ich finde die neuen, also gerade die Iris, ich finde da sieht man es am meisten. Das sieht schon ziemlich gut aus, finde ich. Für eine Alpha? Es ist eh nur ein kleines Feature. Es ist jetzt kein riesengroßes Ding. Das ist nur sozusagen der Gipfel des Eisberges, die Spitze des Eisberges. Glaubst du, die RSI Scorpius wird es tatsächlich in den 17 Patch schaffen? Ich habe gesehen, im Progress Tracker sind noch Arbeiten bis Ende April für das Schiff geplant. Ich denke schon. So schwer ist die nicht und so groß ist die auch nicht. Kommen wir aber auch gleich noch zu. So, das nächste, und da geht es um die Locations. Wir kriegen ein neues Krankenhaus in Lorville und damit sind endlich alle Hauptlocations versehen mit ihrem städtischen Krankenhaus. Das ist Maria Pure of Heart. Da habe ich jetzt gar keine Aufnahme zu. Das haben wir noch gar nicht gesehen, so richtig. Die Space-Kliniken, oder haben wir das schon gesehen? Warte mal ganz kurz. Ich meine, ich habe hier irgendwas schon. Kainafmesh, wo hatte ich denn das? Hier nicht. Wo hatte ich denn das? Doch, hier. Ha, da haben wir es doch. Hahaha. So, das ist das neue Lorville Krankenhaus. Das ist mal so ein paar Impressionen davon. Halt im Lorville-Style. Ne? Sieht ein bisschen, ja, so ein bisschen verranzt aus, aber doch irgendwie, ja, so ein bisschen, wie heißt denn das? So ein bisschen Retro-Sci-Fi-mäßig. Ja. Und das ist hier Levski Krankenhaus, wo sie auch dran arbeiten nebenbei, aber das kommt noch nicht mit 3.17. Aber auch die Space-Kliniken, genau so industrieller Style, genau. Aber auch die Space-Kliniken, die bekommen ja ihre Updates. Das heißt, wir kriegen hier Variationen rein, dass die Space-Kliniken nicht so gleich aussehen alle. Weil aktuell ist es ja so, du kannst quasi rein, in welche du willst. Es ist mehr oder weniger immer dasselbe. Ne? Mal gucken, wie das. Da haben wir noch keine Aufnahmen von gesehen. Werden wir mal gucken, wie es dann da weitergeht. Ich weiß gar nicht, war hier welche mit dabei? Nee, ja, war nichts dazu, nee. Gut. Und dann kommt der Coffeeshop-Vendor, also das, was wir auch aus Area 18 kennen, diesen Coffeeshop-Typen, und der bekommt dann seine eigene KI, also eine Abwandlung vom Barkeeper, wo es ganz, ganz viele lustige Scherz-Videos und so weiter gibt, oder Scherz generell, weil sie halt sagen, was soll der Quatsch? Ja, ihr streicht die coolen Features und dann kommt ihr hier mit dem Coffeeshop-Typen um die Ecke. Dankeschön, Störti, für ein ganzes Jahr mit Prime. 12 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich bin mal gespannt. Ich bin da auch kein großer Fan von, muss ich sagen. Auf der einen Seite, ich verstehe, dass man die KI vorantreibt, dass man sagt, okay, ja, wir wollen gerne die KI verbessern und der mehr Leben einhauchen quasi. Aber dafür haben sie ja den Barkeeper. Wäre es dann nicht sinnvoller, den Barkeeper einfach weiterzuentwickeln? Ich meine, gut, das ist eine Weiterentwicklung vom Barkeeper. Auf der einen Seite, aber das ist jetzt für mich kein wirklich krasses Feature. Ne? Das, ich denke mal, da sind wir uns auch relativ einig. KI brauchen sie für Squadron 42. Das ist ja, sie haben ja schon die KI. Die brauchen sie ja nicht. Die haben sie ja schon. Die ist ja schon fertig. Das ist ja, an dem Barkeeper haben sie ja 3 Jahre lang entwickelt. Ne? Der kommt halt mit dem Server nicht klar. Das ist halt nur eine Weiterentwicklung davon. Insofern ist es jetzt kein Mega-Feature. Es ist halt einfach ein Barkeeper, der im Coffeeshop steht. So. Und mehr erwarte ich da auch nicht persönlich. Also ich erwarte da jetzt nicht, dass der irgendwie coole Sachen kann. Ja genau, die Getränke und Kaffeeautomaten, die werden auch funktionieren, aber noch nicht mit 3.17 wahrscheinlich. Die kommen, mal sehen wann. Sind ja in Arbeit, sind auch schon recht weit. Die KI soll damit ja auch interagieren, das hängt alles ein bisschen zusammen. Ja. Genau. Eben, ja, jeder Fortschritt ist einer, das stimmt. Ein größerer Fortschritt sind auf jeden Fall die Mining Gadgets, die einen großen Vorteil bringen werden, aber auch einen großen Nachteil. Der Vorteil wird sein, dass die Mining Gadgets, ich habe sie auch irgendwo, warte kurz, hatte ich die? Nuffmesh, bla bla bla. Mining Gadgets, da haben wir sie. Ja, alles hier. Alles schon gemacht. So sehen sie aus, die Mining Gadgets. Und die können wir manuell an einen Stein anbringen. So, da gibt es also verschiedene Module, die wir uns kaufen können, die wiederverwertbar sind. Ihr seht es hier.
Die kosten so ein bisschen, was kosten die jetzt? 12.000 Tacken, also die sind gar nicht mal so billig. Und die können dann hier mit dem Rucksack quasi transportieren, also die kommen ins persönliche Inventar. Und die können dann ins Schiff reinpacken, wenn wir das wollen. Und mit uns führen. Wenn wir dann einen Stein gefunden haben, den wir normalerweise nicht abbauen können, dann können wir das uns, und das finde ich schön, können wir den andocken hinten am Rücken. Können es aber mitnehmen, auch ohne Rucksack. Also es geht ohne Inventar. Und können den einfach anbringen. So. Da muss er noch ein bisschen eingestellt werden. So ein Minigame. Aber wirklich nur Mini-Mini-Mini-Game. Dann müssen hier auf paar 90% kommen. Also bis es grün wird, glaube ich. Oder gelb, ja. Und dann können wir auf Activate drauf drücken. So. Und dann haben wir den großen Vorteil, dass wir diesen Stein abbauen können. Und das könnte interessant sein für all jene, die Probleme haben beim Mining mit Quantanium. Weil wir kriegen damit die, oder ähnliche Vorteile zumindest, wie wir sie mit Multicrew-Mining haben. Ja? Ja, und dann kann man das ganze Ding abbauen. Hier oben auch das Symbol drauf, dass da ein Ding drauf ist. Resistance ist runtergedrückt von dem Modul. Und dann baut man das Ding ab. Und das Schöne ist, wenn man das Ding nicht kaputt macht, hier oben ist es übrigens, hier blinkt es. Wenn das also nicht zerstört mit dem Mining Laser, wenn der Stein bricht, bleibt es bestehen. Das heißt, man kann es quasi wieder einsammeln und nochmal benutzen. Ja, die sind also insofern zwar zerstörbar, ich gehe mal kurz hier zurück. Die sind zerstörbar auf dem Papier, aber wenn wir es gut anstellen, dann sind die, ach komm YouTube, so, dann sind die quasi wieder einsammelbar. Insofern, das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, es ist natürlich wieder sehr, sehr zeitaufwendig. Du musst erst raus aus dem Schiff, ja, musst das umständlich erst an den Stein dran packen. Da wäre mir persönlich eine Mining-Drohne oder irgend sowas viel, viel lieber gewesen, die ich vom Schiff aus abwerfen kann. Ne, also, dass man, also was mir besser gefallen hätte, wäre, wenn man diese Module kaufen muss, ganz normal, und baut die quasi ins Schiff ein, in den Mining Laser, und schießt die auf den Stein oder so. So, zack, zack. Das hätte ich cooler gefunden, weil das hier wird immer sehr, sehr lange dauern. Ne, dieses Anbringen und so. Da bist du halt eine Weile mit beschäftigt. Das ist halt Beschäftigung für den Co-Piloten in der Mole. Nee, ist es nicht. Der Co-Pilot in der Mole, der sitzt am Mining Laser. Und die Prospector hat keinen Co-Piloten. Das ist halt ein reines Singleplayer-Feature. Ein reines Singleplayer-Feature. Was ich gut finde, aber ich glaube, das wird umständlich. Aber wir gucken es uns an, wenn es dann da ist. Drohnen kommen doch noch. Ja, ja, klar, kommt alles noch. Aber ich sag, Drohnen wären mir zehnmal lieber gewesen. Oder irgendwelche, also eine Möglichkeit, das außer Distanz zu machen. Weil das Ding ist halt wie so ein Medipen. Ich hätte gern quasi sowas wie eine Matic Gun gehabt. Für den Mining Laser, ne? Sozusagen. Sprache vom Co-Piloten. Am Mining Laser sitzen die drei Mining Sklaven. Aber da brauchst du keinen Co-Piloten. Mit der Moll kannst du alles abbauen. Naja. Könnten Höhlen speziell für Rock Mining kommen? Wie wäre deine Meinung? Gibt's ja schon. Die befahrbaren Höhlen sind ja für Rock Mining. Ob das sinnvoll ist, aber dahingestellt. Aber die sind schon da. Wenn sie die gut befüllen. So. Nun aber zum dicken Oschi. Dem Ship-to-Ship-Refueling. Und das habe ich euch irgendwo da. Habe ich euch auch mal rausgesucht. Und das ist halt schon sehr, sehr cool. Das heißt, wir können dann unsere Schiffe betanken, und zwar alle. Ja, also alle Raumschiffe in ganz Star Citizen werden dann betankbar sein über die über die Starfarer. Die Starfarer wird das einzige Schiff sein, was betanken kann, und ungefähr so soll es dann aussehen. Das heißt, der Pilot, also in dem Fall hier, der Gladius-Pilot, der schreibt in den Chat, hey, mein Sprit ist alle, kann mir jemand helfen? Es gibt keine Quest, es gibt kein Beacon, es gibt nichts. Man muss es schreiben im Chat und muss es quasi im Chat aushandeln. Und dann, wenn man Glück hat und jemand findet sich, kommt dann die Starfarer an und tankt dich auf. So, ich weiß gar nicht, was das hier ist. Das bitte vorspulen. Ja, das kennen wir schon. Das ist hier der Starfarer-Trailer, die kennen wir auch schon. Lala, ein bisschen weitergehen. Oh, YouTube. So. Und zwar, die Starfarer kauft an der Raumstation ihres Vertrauens Sprit ein. Und das sieht dann so aus. Das heißt, hier hat sie ihre eigene Refueling-Mechanik, wo sie sich selbst erstmal auffüllt. Sie kann selbst entscheiden, was sie in welchen Tank reinpackt. Ne? Habt ihr hier die verschiedenen Pots, also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lustige Sortierung übrigens.
6 verschiedene Tanks und ihr könnt selber einstellen, was wo reinkommt. Hydrogen oder Quantum Fuel. Und ihr könnt auch einstellen, ob ihr das Ganze in euren normalen Tank, also in den Schiffstank packen wollt, was ihr tankt, oder in die Fuel Pots. So. Und dann, wenn ihr voll getankt habt, das dauert dann entsprechende Weile, ne? Ihr seht, das geht nicht so schnell. Dann könnt ihr... Achso, hier. Dann könnt ihr dann jemanden auftanken. Das ist auch neu hier mit Building Blocks, die App neu gebaut, die Refueling oder Repair App. Ja? Da könnt ihr entsprechend hier auch Sachen umstellen. Und ihr könnt jetzt, und das ist neu, ihr könnt jetzt, bei jedem Schiff geht das, ihr könnt selber einstellen, wollt ihr euch voll tanken oder nur halb voll tanken und so weiter. Das mag erst ein bisschen komisch sein, ist aber eigentlich ganz sinnvoll. Weil der Sprit wird auf jeden Fall teurer werden, so wie auch im Real Life, hus hus. Und er wird auch wichtiger werden im Spiel mit der Zeit. Der Sprit ist aktuell in Star Citizen so ein Nebending. So, es gibt ihn, aber er ist eigentlich kaum relevant, in den meisten Fällen. Das wird sich aber stark ändern. Ja, wird sich ganz, ganz stark ändern. So. Da muss man halt entsprechend sich das einstellen. Und dann kann man hier sagen, wie viel möchte man überhaupt auftanken? Möchte ich es wirklich voll machen bei dem Preis? Weil auch das ist nämlich neu. Oder, wobei, neu ist relativ. Also, es ist geplant, dass der Sprit unterschiedlich teuer wird. Aktuell ist es ja überall dasselbe. Und der Preis schwankt null. Später soll der Preis aber stark schwankend sein, je nachdem, wo man tankt. Logischerweise. Ne? Eine Raumstation mitten im Nirgendwo, die wird um ein Vielfaches teurer sein, eventuell, weil einfach, naja, die ist halt so ein bisschen in einer gefährdeten Situation, kommt nur schwierig an Sprit ran und ist so vielleicht die einzige Tanke, die an den Arsch rettet. Und dann hat die entsprechend einen höheren Preis. So. Dann tankt man halt auf und kann auch hier alles manuell einstellen. Und ihr seht auch, das war hier auch relativ teuer. Noch kurz zurückgehen. Ja, 15.000. Das ist schon, ne, schon relativ teuer, der ganze Spaß. 15.500 Alpha UEC. Das ist schon gar nicht mal so billig. So, naja, auf jeden Fall, dann tankt man halt auf. Kurz ein bisschen vorspulen. So, und dann hat man ein neues Interface, wo man als Starfarer-Pilot, das ist exklusiv für die Starfarer, sagen kann, welchen Preis verlange ich für meinen Dienst? Also, für Quantanium, also, oder Quantum Fuel verlange ich Preis von X, Hydrogen, so und so viel. Man kann Auto-Price machen, weiß nicht, was das bringt. Ist wahrscheinlich dann für später gedacht. Man kann aber auch einfach einen Preis selber eintragen. Ja, also, die klicken hier auch nicht drauf auf Auto-Price und die geben das hier direkt ein. Gut, 15 Alpha UEC pro SCU. Es kommt halt darauf an, wie teuer ihr es einkauft. Das heißt, man muss so ein bisschen selber wirtschaften. Das ist ähnlich wie beim Traden. Ja, was habe ich bezahlt? Was will ich dafür haben? Dankeschön, Lertix, für den Follow. Und dann kann man entsprechend das Ganze ja, einstellen, locken und anbieten. Und dann macht man letztendlich den Piloten, den man auftankt, dieses Preisangebot. Und der aufgetankt werden will, der muss das Angebot dann auch entsprechend annehmen. So. Und das Ganze läuft über die Docking-Mechanik, das heißt über Auto-Docking. Und man weiß nicht so richtig, wo hier eigentlich der Tankstutzen ist, aber erstmal wird es so erstmal hingetrickst sozusagen bei allen Schiffen, dass der Tankstutzen irgendwie sich mit dem Schiff verbindet über das Docking. Und dann gibt es wieder ein neues Menü. Kurz vorspulen. So, und zwar dieses hier. Also ich tanke jetzt hier als Gladius-Pilot, gehe ich quasi in die ganz normale Vehicle-App rein und wähle dann aus, wie bei einer Raumstation, wie viel ich tanken will. Also ich kann selber entscheiden, wie viel will ich haben, ja, und so weiter. Und ich sehe auch den Preis, der angegeben wurde, für das Auftanken. Genau gleich. Und dann kaufe ich das Ganze. Und jetzt können wir mal so ein bisschen über die Probleme davon sprechen. Denn, mal angenommen, ich will jetzt nur so viel haben, nur 10%. Dann macht die Starfarer wahrscheinlich gar keinen Gewinn, weil sie ja selber Sprit gebraucht hat, um daher zu kommen. Also es ist noch nicht so wirklich gameplay-technisch gut durchdacht, für ein MMO zumindest, wo es jede Menge Griefer geben wird und wo es tausend Leute geben wird, die ja min-maxen.
wird man natürlich so ein Angebot hier wahrscheinlich wirklich nur ausnutzen im absoluten Notfall. Und das könnte halt zum Problem werden. Also es sollte schon vorher über ein Quest-System gemacht werden, dass man halt wirklich eine Art Quest macht. Also ich stelle als Gladius-Pilot zum Beispiel eine Quest aus. Ich brauche 100 SCU Hydrogen zum Beispiel. So. Und dann kann diese Quest ja wer anders annehmen. Und dann kann ich aber auch nicht mehr sagen, ich nehme es aber weniger oder so. Denn irgendwie hintergehen, so ein bisschen austricksen. Weil das könnte hier durchaus nämlich passieren mit diesem System. Das ist das Problem, was ich sehe. Es ist halt eine Tier-0-Geschichte, ja, leider. Sie wollten eigentlich weg von, das muss ich auch mal kurz sagen, sie wollten eigentlich weg von Tier 0. Das sagen sie jedenfalls immer, sie machen es aber nicht. Dankeschön, Moonam, für 8 Monate mit Prime. Das ist wirklich absolutes Tier 0, obwohl das ja eigentlich nicht mehr gewollt ist. Also Tier 1 wäre für mich, und das, also, das ist jetzt jedenfalls ihre Aussage, Tier 1 ist ein fortschrittlicheres Feature und so weiter. Tier 1 würde für mich bedeuten, ich habe diese ganzen Interface-Geschichten, diese ganzen Optionen, ja, aber ich habe auch ein Quest-System, ich habe Fraktion dahinter stehen oder irgendwie ein Rufsystem oder irgendwas, was mit dem Spiel ja, also ein bisschen nachhaltig verbunden ist. Und ich habe auch verschiedene Optionen, die ich noch machen kann. Das ist hier noch sehr, 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 sehr tiernullig quasi. Ja. Das ist schon sehr, sehr problematisch. Aber gut, es ist halt so, wie es ist. Das kriegen wir erstmal hingestellt. Und müssen halt, wie gesagt, über den Chat das Ganze erstmal lösen. Und ja, sie haben auch an so ein paar Sachen gedacht, wie von wegen, wenn mal irgendwie mal angegriffen wird währenddessen, dass man dann abbrechen kann und so weiter. Zumindest eine Sicherheit ist drin. Der Tankvorgang geht maximal bis zu dem vereinbarten, oder bis zu der vereinbarten Menge. Also man kann nicht übertanken, beziehungsweise man kann übertanken, aber der Schaden des Übertankens geht dann an die Starfarer. Das heißt, da kommt es dann eben dazu, ihr seht ja übrigens gerade mal das Interface, wie das bei der Starfarer aussieht, wenn die dann auftankt. Da kommt dann dazu, dass das, was zu viel eingeschmissen wird an Hydrogen oder an Quantum Fuel, austritt aus dem anderen Schiff. Das sehen wir gleich, glaube ich. Genau hier. Ne? Ich wusste gar nicht, ob ein Tankschutz ist. Das geht alles dann einfach raus. Also man kann nur so viel tanken, wie der Betankte gekauft hat. So. Ist halt so eine Sache. Naja, mal gucken, wie es läuft. Zumindest kriegt man erstmal überhaupt eine Tankmechanik ins Spiel. Und dann hoffe ich mal, dass sie die schnell weiter ausbauen. Sie brauchen auf jeden Fall, und das ist ganz, 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 ganz wichtig, sie brauchen die Tankmechanik fürs Pyrosystem. Das ist entscheidend. Denn im Pyrosystem, das ist wesentlich größer. Die Distanzen in Pyro sind massiv größer als in Stanton. Und gleichzeitig gibt es in Pyro wesentlich weniger Raumstationen, wesentlich weniger Reststops. Das heißt, tanken wird in Pyro zwingend über Raumschiffe erforderlich werden. Ganz, ganz zwingend. Keine NPC-Questknebel. Ja, richtig. Das ist der nächste Punkt. Auch hier, und das wäre auch was, was für mich in Tier 1 noch mit reingehört. Es gibt auch dafür leider keine NPC-Quests. Also es ist ein reines Spieler-Feature aktuell, was extrem schade ist. Wo ich mir gewünscht hätte, dass sie das gleich mit Quests eben verbindet. Das habe ich ja vorhin gesagt, mit Rufsystem, dass man halt irgendwie eine Tankfraktion oder sowas implementiert und dann eben auch Quests bekommt für NPCs, die liegen geblieben sind. Kann ja sogar die UI sein oder so. Und die man dann auftanken kann. Ja, das wäre halt schön gewesen, aber offenbar ist die KI aktuell dazu nicht in der Lage, sonst würden sie es wahrscheinlich machen. Also sie haben ja große Probleme mit der KI. KI ist auch schwierig, muss man sagen. Ich denke mal auch, dass das Nuff-Mesh dafür noch eine Relevanz haben wird und das ist halt auch noch nicht fertig. Ja. Mal gucken. Ist auf jeden Fall. Ich freue mich trotzdem, dass es kommt, das Feature. Also so ist nicht. Also ich freue mich sehr, weil wie gesagt, tanken ist schon super, super wichtig. Das wäre halt nice, wenn sie das dann auch wirklich. Ich denke mal, also wenn Pyro Ende des Jahres kommen sollte, dann haben sie ja, wenn wir mal so rechnen, haben sie ja noch ein Dreivierteljahr Zeit, das Tanken noch weiter auszubauen. Es ist ja gar nicht schlimm, dass das Feature reinkommt. Ich freue mich darüber. Und wenn sie es aber da ausbauen, ist doch auch alles in Ordnung. Ne? Es ist halt so, es ist eine offene Alpha. Wir kriegen also auch mal unfertige Features rein, die dann erstmal noch nicht so richtig geil sind und dann Step by Step immer besser werden. Mit dem Traktorstrahl zum Beispiel konntest du ganz am Anfang auch quasi nichts machen. Der Traktorstrahl ganz am Anfang war völlig sinnlos, aber mittlerweile ist der echt Gold wert. Und so ähnlich wird es auch mit den Tanken sein, denke ich, wenn sie es gut ausbauen.
Ein großes Risiko, was man natürlich hat, ist, wenn ich jetzt mit der Starfarer mich voll mache, meine Tankkanister fülle, dass ich natürlich auch eine ganze Menge Geld mit mir rumtrage, wie beim Trading. Das heißt, Abstürze, Piraterie oder andere Dinge, ja, die können mir dann zum Verhängnis werden. Moin Moin, gilt das mit der Tankmechanik nur für die normale Starfarer oder auch für die Gemini? Ich denke mal für beide. Die sind ja baugleich, das macht keinen Unterschied. Ja. Die Gemini ist nur besser bewaffnet, hat noch Raketen, aber das ist ja egal. So. Aber mit den Tanken macht man keinen Gewinn und ist das nicht Wohltätigkeit im All, oder? Doch, klar machst du Gewinn. Also nochmal, ihr kauft den Sprit bei einer Raumstation ein, die ihr euch aussucht. Also ihr müsst halt im besten Falle günstig kaufen, das ist nun mal so. Wie bei jedem Trading. Und verkauft ihn dann teurer. Logischerweise verkauft ihr ihn teurer. Ihr braucht ihn ja nicht billiger zu verkaufen. Ja? Dieser Service, dass ihr jemanden im Weltraum auftankt, kostet ja Geld. Dieser Extra-Service. Dann, wenn ich jetzt zum Spätshop gehe, dann wollen die auch mehr Geld haben für eine Cola, zum Beispiel. Ja, das ist völlig normal. Kann man auch mit dem Hydrogen und Quantum traden? Nee, es ist nur eine reine Auftankmechanik. Wie viel soll der Sprit dann für die Gladius zum Beispiel kosten? Wie gesagt, das kannst du selber einstellen. Ich gehe da mal ganz kurz dahin. Mal kurz gucken, wo der Part war. Hier. Du stellst selber ein, wie viel du haben willst. Man muss es halt, und das ist das Problem, man muss es halt vorher im Chat klären. Das heißt, irgendwer schreibt im Chat, ich brauche Sprit. Und dann sagst du, yo, ich habe Sprit, kostet so und so viel. Und dann sagt der entweder yo oder nö. Ne? Das wird sich halt irgendwie einspielen. Ne? Aber dass der Sprit billig bleibt in Star Citizen und nicht so wie im realen Leben. Im realen Leben zahlst du ja auch mit realem Geld, hier ja nicht. Ne? Der Sprit wird auf jeden Fall in Star Citizen wesentlich, wesentlich wichtiger. Das heißt, er wird teurer und seltener. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Das wissen wir schon lange, das ist auch richtig so. Denn nur so kriege ich auch ein bisschen eine Gefährlichkeit der Welt dargestellt über so ein Spritsystem. Das heißt es nicht, dass man die ganze Zeit nur genervt wird vom Sprit, das nicht. Ne? Dass man das dauernd leer ist, aber dass ich halt schon immer so ein bisschen das Gefühl habe, na, schaffe ich die Reise, wir bauen uns aktuell übelst schnelle Quantum Drives ein für lange Distanzen, was eigentlich doof ist, weil dafür sind die gar nicht gedacht. Ne? Das ist halt so. Muss man halt einen günstigeren Quantum Drive einbauen. Und dann passt das auch. So. Sprit teurer und seltener, irgendwo habe ich das gehört. Ja, es passt gut zum Real Life aktuell. Schon krass, ne? 3 Euro bald. Das ist irre. Ich bin froh, dass ich nicht viel fahre. Da bin ich wirklich, wirklich froh. Hand aufs Herz, da macht der Server eine Woche lang das Feature austesten und dann wird es wie mit Matic gehandhabt. Null Gameplay. Richtig, genau. Das ist vollkommen richtig, was du schreibst. Das sehe ich auch so. Das wird kein spielrelevantes Feature erstmal sein. Langfristig aber schon. Langfristig schon. Genauso wie das Medical Gameplay. Das sind halt die Wege der Alpha. Das ist nun mal so. Wird schöner wäre, wenn es schon weiter fortgeschritten ist, aber ich finde es auch okay, wenn sie es in dem Ist-Zustand jetzt raushauen und dann ausbauen. Ja. Heute für 2,31 getankt. Ich habe letzte Woche noch für 1,95 getankt. Und ich dachte, das wäre teuer. Aber war es nicht. Es war ein Schnäppchen, eigentlich. Man möchte fast rückwirken, aber zum Tankwart gehen und ihm die Hand schütteln. Danke, dass sie das so günstig verkauft haben. So, Später kann man den Sprit auf eBay handeln, ja. Dankeschön, Sir Conan, für 14 Monate. Auf Stufe 1, wie die Zeit vergeht. Weiter so, Dankeschön. Auch schon über ein Jahr dabei, der Sir Conan. Danke. Die Wege der Alpha sind unergründlich. Genau, na wie gesagt. Ich finde es auch trotzdem gut. Es ist neue Mechanik und das passt schon. Genauso wie das Selling. Haben wir bisher noch nicht groß gesehen. Mal gucken, wie es wird. Es wird auf jeden Fall die Möglichkeit geben, dass wir diverse Dinge verkaufen. Leider kann ich euch noch nicht sagen, was wir verkaufen können.
Aber ich schätze mal Rüstungen, Waffen auf jeden Fall, genauso wie Granaten, Munition, Messer, weiß nicht, Raumanzüge, ja. Und, naja, ich weiß nicht, ob man schon Schiffe verkaufen kann im Spiel. Das werden wir mal sehen. Wäre möglich. Es ist ja eigentlich nur eine Frage des Interfaces. Es ist ja gar keine richtige, schwierige Sache an sich. Es muss halt nur richtig verbunden werden. Es muss halt mal Ordnung reingebracht werden in ihre Datenbank. Und dann kannst du technisch gesehen ja alles verkaufen. Sogar dann kannst du deine Oma verhökern im Spiel. Theoretisch. Wenn die verbunden ist, ordentlich. Dankeschön, Staginus, für 6 Monate mit Prime. Habe ich einen Monat verpasst? Schande über mich. Eieiei. Wieso? Es sind doch 6 Monate. Ein halbes Jahr? Oder dachtest du, es wären schon 7? Ist es absehbar? Hier ist was weg. Ist es absehbar, wenn das Spiel fertig wird? Bis jetzt hat es schon fast 500 Millionen gekostet. Lieber Bars, das ist die falsche Herangehensweise. Erstmal Dankeschön, Kardaiwa, für 5 Monate Aufstufe 1. Das ist die falsche Herangehensweise. Erstmal sind es keine 500 Millionen, aber es ist auch egal, es sind 440, glaube ich. Diese 440 Millionen sind nicht für das Spiel, sondern die sind für die gesamte Firma, für Squadron 42 und für Star Citizen, für alles. Ja, das ist nicht zu vergleichen mit dem Budget, was zum Beispiel ein Entwickler für ein normales Spiel hat. Und insofern, ne, weißt, wie ich meine. Es wäre schön, wenn das Spiel besser vorankommen würde, definitiv. Ich finde auch, dass die Entwicklung schneller vorangehen sollte. Aber wenn es nun mal nicht schneller geht, dann geht's halt nicht schneller. Was willst du machen? Sie haben große technische Herausforderungen. Wir werden, am Sonntag kommt ein Let's Talk online, was ich zusammen mit der GameStar gemacht habe. Da habe ich 2 Gäste von der GameStar bei mir und da wird es auch um solche Dinge gehen. Und es sind sich auch wirklich alle darüber einig, dass Star Citizen in jedem Falle was ganz Besonderes ist. Also, dass sie Wege gehen, die andere nicht gehen, dass sie die Dinge komplizierter machen, aber dafür halt auch geiler machen. Und das ist schon so. Man muss das nicht immer alles richtig finden, man muss auch nicht immer alles genauso sehen, aber es ist schon technisch auf einem sehr, 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 sehr schwierigen Level, wo sich viele Entwickler nicht rantrauen oder das einfach nicht machen, weil sie keine Zeit und kein Geld dafür haben. Dankeschön, Honigsalz, für 13 Monate mit Prime. Vielen Dank. Und das gilt für beide Spiele. Also es gilt für Star Citizen und für Squadron 42. Weil beide Spiele sind nun mal schon außergewöhnlich. Nicht nur in ihrer Ankündigung, also was es werden soll, sondern auch in dem Finanzierungskonzept. Das ist halt nicht so einfach alles. Und ich sage euch ehrlich, und ich bleibe auch dabei, egal was jeder andere sagt. Ich bin der festen Überzeugung, wenn Cloud Imperium Games irgendwann 2012, 2013 oder so einen großen Publisher gefunden hätte und auf das Crowdfunding verzichtet hätte, nur mal angenommen, dann wäre wahrscheinlich Squadron 42 bereits released und vielleicht sogar Star Citizen. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber das wären dann nicht die Spiele, die versprochen waren. Bei weitem nicht. Bei ganz, ganz weitem nicht. Und insofern, es bringt einem ja nichts, wenn man irgendwie dann sagt, ich will das aber jetzt haben oder so. Wenn es halt nicht geht, ne? Sie haben halt keinen Vorteil davon, es hinauszuzögern. Es bringt ihnen nichts. Also es gibt immer Leute, die sagen, die wollen das mit Absicht hinauszögern, um mehr Geld einzunehmen. Aber das ist ja genau der falsche Ansatz. Sie würden ja viel mehr Geld einnehmen, wenn sie das Spiel releasen würden. Also zumindest mal Squadron 42. Ne? Da würden sie richtig viel Geld einnehmen. Auch darüber reden wir am Sonntag in diesem Let's Talk. Wie viele Millionen Leute sich für Squadron 42 interessieren zum Beispiel und das einfach nur deswegen nicht kaufen, weil es noch nicht da ist. Das sind Millionen Leute. 50 Euro. Rechnet es euch mal hoch. @knebel_tv, wenn sie es neu machen würde, wären sie in 4 Jahren auf dem jetzigen Stand, aber sie mussten halt auch erstmal wissen, wie. Richtig, genau. Danke für 100 Bits. Das ist halt auch der nächste Punkt. Ne? Das ist halt nicht ganz so schön linear, wie man das aus anderen Spielen kennt. Und dann muss man auch mal sagen, guckt euch andere Entwickler an, was die machen, ne? Ja, das neue Siedler zum Beispiel. Was CRG halt will, ist eine Revolution und werden sehen, ob sie es hinbekommen. Es wird auf jeden Fall was ganz Besonderes. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. So.
Spanne an Dreieck zwischen Qualität, Kosten und Zeit. Ja, kann man sogar mit Paint machen. Das neue Anno. Nee, das Anno fand ich gar nicht mal so schlecht. Aber ich mag halt eher Mittelalter Annos. Die Entwicklung ist zu langsam für eine Revolution. Ich finde, eine Revolution braucht Zeit. Und nun? Kann man so und so sehen. Schauen wir uns mal lieber noch kurz die anderen Sachen an. Die neuen Schiffe. Also die Hull-A, die kommt so sicher wie die Nacht. Ganz sicher. Und die Scorpius denke ich mal auch. Ja, ich habe hier... Mal kurz schauen, wo habe ich das hier? Wo ist die Hull-A? Ja, machen wir erstmal kurz Scorpius, wenn es einmal hier ist. Die Scorpius. Dieser wunderbare Jäger. Ein schwerer Jäger für zwei Personen. Also einer vorne im Cockpit, der Pilot. Und einer im Geschützturm. Der Schütze quasi. Ist gleichzusetzen mit der Hurricane. Ein wunderbares Teil. Ist quasi die X-Wing von Star Citizen. Wenn man so will. Ne? Weil die breitet ihre Flügel so schön aus. Und die ist auch schon ziemlich fertig. Hier seht ihr sie mal. Ne? Also ist jetzt keine richtige X-Wing. Aber es geht halt schon in die Richtung. Ja, definitiv. Ein tolles Teil. Wirklich schön. Und ansonsten ist aber auch nicht viel zu sagen. Also es ist ein normaler, schwerer Jäger wie die Hurricane. Du hast also ein paar Bordwaffen für den Piloten. Du hast ein paar Raketen. Die kommen hier vorne aus diesen Löchlein raus. Da. Und du hast hier oben diesen Geschützturm. Und der ist ein bisschen speziell, denn der bewegt sich auf dieser Schiene hier. Er hat diese Position hier oben. Und er kann aber auch nach unten fahren. Also je nachdem, wie man ihn gerne hätte, kann man den bewegen. Ja? Und insofern ist man ein bisschen dynamischer, was das Thema Treffen angeht. Was er aber nicht können wird, das haben sie schon gesagt, zumindest noch nicht. Du kannst nicht sagen, ich will jetzt mal hier einrasten. Oder hier. Also du hast wirklich nur zwei Positionen, wo er hin und her fahren kann. Infos, Details fürs Loadout? Nee, habe ich noch keine. Kann ich noch nicht sagen. Aber es sieht mir hier stark nach Laser-Repeatern aus. Ne, vier Stück. Also genauso wie bei der Hurricane. Und ansonsten den Rest sehen wir hier auf der Website. Also wir können hier mal ganz kurz Pledge Store. Mal ganz kurz hier reingucken, was das gute Stück hat. Weil die Waffen, die drauf sind, sind ja per se egal. Die Slots sind ja wichtig. So, die Scorpius. Genau, das heißt drei Panther wahrscheinlich. Also wir haben... vier Waffen mit Size 3. Viermal Size 3, das sind die Slots und dort sind installiert Laser Repeater, Size 2. Welche auch immer das sind. Kann man also hochgehen, theoretisch, wenn man das will. Aber können wir nicht mal kurz einen Vergleich machen? Sekunde mal eben. Hier, die Hurricane würde ich gerne mal als Vergleich haben. So, die Hurricane zum Beispiel, die hat zwei Mounts, Size 4. Und, das ist aber falsch hier. Warte mal, ich mach's mal hier rüber. Das ist einfacher. Anvil Hurricane. Genau, die hat Size 4. Ja, zweimal Size 4. Das heißt, insofern hat die Scorpius... schon mal doppelte. Ja, wobei. Ja, ist die Frage. 4x heißt 3 ist eigentlich besser als 2x heißt 4 tatsächlich. Eigentlich besser. Ich will gerade, ob wir irgendein Schiff haben, was 4x heißt 3 hat. Warte mal kurz. Haben wir nicht sowas? Die Drake hat das Black hat 4x heißt 3, ne? Ja. Genau, die hat 4 Size 3. Wenn sie mal die Panther Laser Repeater draufpacken zum Beispiel. Ne, Badger sind das nur. Können wir mal kurz gucken. Ach, hier ist schon drauf. So, das müssen wir ignorieren. Also wir hätten quasi einen ähnlichen Schaden wie eine Cutlass Black. Nur vom Piloten aus. Wobei man sagen muss, wir wissen natürlich noch nicht, welche Kondensatoren hier eingebaut sind bei der Scorpius. Ja?
Das kann ich euch nicht sagen. Das werden wir noch merken. So. Und obendrauf kommt dann dieser 4er-Waffenslot. Ne? Das heißt, ein Size 3-Waffenslot mit 4 Waffen drauf. Also 4-mal Size 3 Waffen. Und das halt im Geschützturm. Und das dürfte auch, ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar dem der Hurricane entspricht. Ja. Ist also identisch mit der Hurricane. Ja. Also das ist schon eine Menge. Also wenn wir jetzt mal zusammenrechnen, nur mal aus Spaß. Dann hätten wir hier 1130 DPS Sustain plus 612. Das heißt, wir hätten ein Gesamt-Laser-Waffen-DPS von 1750 ungefähr. Na, je nachdem, wie stark die Kondensatoren von dem Schiff sind. Das ist schon ganz ordentlich für einen schweren Jäger. Ja. Und alles andere noch sehen. Raketen haben wir nicht so viel, glaube ich. Ne? Ein Rack, 8 sind drin, Size 2. Also 8 Size 2 Raketen. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Hat die Hurricane sowas? Ja, die hat 2, 4, 6, 8. Eigentlich genau das gleiche. Die hat ein anderes Rack, aber per se hat die genau das gleiche an Raketen. 2, 4, 6, 8. Ja. Dankeschön, LP Online Channel. Viele Fotos? Die Rockets von der Hurricane sind aktuell buggy. Ist ja egal. Geht nur ums Prinzip. Also es ist sehr, sehr ähnlich zur Hurricane. Sehr, 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 sehr ähnlich. Ne? Also geht da von fast dem identischen Schiff aus, nur halt vom anderen Hersteller. Und halt, wie gesagt, der große Vorteil mit den, hier ist nur ein Bild drin, auch nicht schlecht. Es ist halt aber eigentlich schon ganz cool gemacht. Hier habe ich noch was anderes, genau. Oder hatte ich, wo hatte ich denn das? Hier ist die Hull A. Hier ist noch was, das Scorpius, genau. Das sind hier diese X-Wing-Flügel. Also ich habe es da auch bei mir im Hangar stehen. Ich freue mich sehr drauf. Das ist mein schwerer Jäger dann für die Zukunft. Ja. Rein kommt man ganz normal mit der Leiter. Ganz standardmäßig. Ist halt ein Single-Seater. Und hier sieht das nochmal. Also sieht auch wirklich auch im zusammengeklappten Zustand echt schick aus, finde ich. Das ist der Scorpius Paint. Wie heißt der? Stinger Paint. Habe ich auch rumliegen. Den gab es damals beim Concept Sale mit Concierge, glaube ich. Ja, auch ganz nice aus. Wie so ein Skorpion halt. Schön gemacht. Habe ich auch. Siehste? Ja, den wollte ich gerne haben. Ich mag generell diese exklusiven Skins ganz gerne. Da weiß man, dass man es beim Konzept quasi geholt hat. Du hast dann aber niemanden im Geschützturm. Wieso? Ich habe mal eine Frage. Die Redeemer ist ja ein Schiff des Monats. Bekomme ich die Möglichkeit, diese zu kaufen, wenn ich erst nächsten Monat subscribe? Ja, aber ich würde davon abraten. Warte lieber bis zum Invictus-Event. Das ist ja im Mai. Und kauf sie dann dort. Da wird sie viel billiger sein über Warborn-Ketten und hat eine bessere Versicherung. Also ich rate generell dazu, wenn ihr es nicht eilig habt, auf keinen Fall die Subscriber-Edition von Schiffen kaufen. Das ist reine Abzocke, meiner Ansicht nach. Da wirklich Finger von. Das lohnt sich nicht. Die haben denselben Preis wie sonst auch und haben lediglich eine 12-Monats-Versicherung. Also dann lieber warten auf ein Event. Das lohnt sich wirklich mehr. Die Redeemer zum Beispiel konnte man beim letzten Event, da kam sie neu raus, aber trotzdem, konnte man um 100 Euro billiger bekommen. 100 Euro. Also da wirklich drauf warten, das lohnt sich mehr. Dankeschön, Salatsauce für 8 Monate Aufschub 1. Vielen Dank. Dual Seater, der Geschütz ist remote. Ja, ich meine jetzt, das ist halt einfach ein Cockpit. Also ist es nicht begehbar, das Schiff, ne? Also du hast halt den Piloten und den Co-Piloten. Hier sieht man es auch, hintereinander sitzen die. Und der Co-Pilot bedient das Geschütz. Also es ist kein Geschütz wie bei der Hurricane, wo man reingeht, sondern es ist ein Remote-Turret. Wo sich auch viele aufgeregt haben und gesagt haben, hey, wenn das Remote ist, wieso kann ich das denn als Pilot nicht benutzen? Aber mal abwarten, sie haben ja gesagt, das wird gehen. Ob das mit 317 schon geht, weiß ich nicht. Ich hoff's. Das wäre halt super geil, wenn man das Geschütz an die Pilotenwaffen binden kann. Also dass es wenigstens quasi auf die Schiffsmitte mitschießt. Das wäre richtig stark. Mal gucken, ob sie es machen. Ich hoff's einfach mal. Ja, weil hier geht's halt nicht, weil das ist ja ein bisschen speziell.
Das kann aber auch dazu führen, das werden wir aber auch noch sehen, dass das Geschütz der Scorpius ein bisschen schlechtere Kondensatoren hat. Ja. Aber wie gesagt, mal gucken. So, nun zur Hull A. Die haben wir... Habe ich mehrere Aufnahmen von. Dankeschön, Huckleberry, für 20 Monate mit Prime. Vielen Dank. Kannst du im Vergleich zur Venga 3 machen? Venga 3? Das ist ein schlechter Vergleich. Die Venga 3 musst du eher mit der Freelancer oder mit der Cutlass-Reihe vergleichen. Nicht mit der... Ja, ist auch ein schwerer Jäger, ich weiß. Aber die Vanguards sind ganz anders. Die sind ganz anders. Würde ich ungern machen. So, Huld A. Das Schiff kommt auf jeden Fall. Und da haben wir auch schon viel von gesehen. Wir werden noch mehr sehen die Woche davon. Wahrscheinlich richtig viel noch. Ein schönes kleines Frachtschiff für eine einzelne Person. Ja. Hat ja so ein bisschen Größenvergleich mit dem Mensch dazwischen hier. Okay, das war wirklich kurz. Oder? Ich hab noch mehr. Ich hab noch mehr. Hier ist ganz viel. So, und da sieht auch nochmal ganz kurz für alle, die das noch falsch in Erinnerung haben. Wir haben hier, das ist dieses ausfahrbare Frachtmodul. Also dieser ganze Part hier fährt raus und rein. Wir sehen es auch gleich. Und dann klappt dann hier diese Halterung aus. Und an den Halterungen außen dran kommen dann diese Container. So, wie viel da reinpasst, weiß ich nicht. Laut Roadmap, laut Website, 48 SCU. Bei dir ist es aber auch mehr. Mal gucken. Dankeschön, Mr. Hodri für 7 Monate mit Prime. Moin und danke für die Videos. Vielen Dank für den Resub. So, ja, gleich kommt ein bisschen mehr. Also sieht schon ganz cool aus, wie die Kisten draußen dran sind. Der Vorteil hier ist, die Kisten sind nur an den Seiten. Also nicht oben und unten. Das heißt, das Schiff kann auch nochmal landen. Und hier sieht er mal, wie das Ganze aussieht. Ich gehe nochmal kurz zurück. Wie es beim, wie es quasi einfährt. Und dann fährt alles so schön in die Mitte rein und versteckt sich. Das ist wie so eine Mini-Freelancer, ja. Mit Innenraum übrigens. Also das Schiff hat auch hier Innenraum. Ist ganz normal geöffnet. Und wenn es ausfährt, ja, hier sieht man den Innenraum. Sehr gut. Also hat hier wirklich ein Bad mit Waschbecken. Ein bisschen Eigenverpflegung, sag ich mal. Ne? Eine kleine Küche. Ein Bett dürfte auch irgendwo noch sein. Glaube ich. War gar nicht sicher. Und hier fährt es nochmal aus. Und ihr seht, sie ist ja gelandet. Also das heißt, es kann tatsächlich im gelandeten Zustand ausfahren und das ist halt wichtig für den Faktor, wo kann ich das Schiff beladen. Ich kann also das Schiff auf dem Planeten oder auf dem Mond beladen, wenn ich unten bin und auch im Weltraum, während zum Beispiel bei einer Hull C wird es nicht gehen. Die Hull C kannst du nicht im gelandeten Zustand ausklappen, soweit wir heute wissen jedenfalls, und demzufolge auch nicht beladen, wenn du auf dem Boden bist. Jedenfalls aktuell noch nicht. Gut zu wissen, dass es in Zukunft auch Ketchup und Senf geben wird. Ja, Ketchup und Senf sind doch revolutionäre Erfindungen, finde ich. Mit die besten Soßen, die die Menschheit erfunden hat. Passen fast überall. Und es geht nichts über schön gebratenes Schnitzel und Hühnerbeine oder Buletten oder sowas mit Ketchup und Senf. Mega geil. Gemischt auch lecker. Ja, mache ich auch immer. Ich darf gar nicht drüber nachdenken. Da trinke ich erstmal einen Schluck Kamillentee. Naja. Auf jeden Fall, es müsste hier noch ein Bett sein. Ich weiß nicht, wo die Aufnahme ist. Habe ich nicht noch eine andere? Navmesh. Ich glaube, ich habe sonst keine andere. Okay. Es ist aber noch ein Bett drin normalerweise. Was denkst du, wie das Beladen der Bahn und Merchman ablaufen wird? Ich kaufe etwas und kann man diese riesen Container mit dem Multitool rüberschieben, von da direkt auf den Aufzug der Bahn und Merchman. Mit dem Multitool wahrscheinlich nicht, sind die Container wahrscheinlich zu groß. Ich habe ja auch gerade keine passende Aufnahme zu. Das wird wahrscheinlich mit einem größeren Gerät dann gemacht. Also zum Beispiel mit einem Gabelstapler oder mit einem größeren Traktorstrahl oder so. Du lädst quasi die Sachen auf die Platte drauf. Warte, ich kann es mal anders machen. Sekunde. Back in time. La, 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 la. Du hast... Ah, Paint.
Du hast hier, das ist jetzt mal der Frachtraum von der Urgentman. So. Dann hast du hier diese Platte. Und die kannst du hoch und runter fahren. Das ist ein Aufzug. Ja, kannst du hoch und runter fahren. Und hier drinnen in diesem Laderaum hast du oben diesen Kran und der kann dann alles schön verteilen. So wie das haben wir. So ein bisschen wie Tetris-mäßig. So. Dieser Fahrstuhl fährt runter auf den Boden. Und da musst du quasi die Kisten. Hier so einen Container. Den musst du quasi dann da drauf packen. Und noch einen zweiten oben drauf vielleicht. Und noch einen dritten daneben. Oder wie auch immer. Ne? Weiß nicht, wie groß das alles ist. So, und dann ist das quasi hier drauf. Warte, ich mach. Upsala. Machen wir mal zwei Stück. So zum Beispiel. Es ist schlecht gestapelt. Und dann fährst du das Ganze wieder hoch. Zack. Ja. Und dann hast du hier oben deinen Lastenkran. Den male ich mal hier oben so rein. So. Weiß egal, wie genau der aussieht. Und der kann dann diese Container letztendlich nehmen und trägt die entsprechend dorthin, wo sie hin sollen. Zum Beispiel hierhin. So. Und den da, den mach mal daneben hin. Oder obendrauf oder was weiß ich. So. Und dann, wenn das erledigt ist, kannst du wieder runterfahren, die Plattform, und die weiter beladen. So läuft das. Es klingt kompliziert, das ist es auch. Das ist auch gewollt. Weil es ist ja kein Standard, kein Standard-Frachtschiff. Das ist ja wirklich ein bisschen, ja, ein fliegendes Kaufland, ne? So. Ja, Kunstwerk. Ist deine neue Thermoskanne da zufrieden? Ja, sehr zufrieden. Die ist schon länger da. Eigentlich könnte man Knebels Zeichnung der Bahn im Merchant gleich als Greybox übernehmen. Ist quasi fertig, genau. So, okay. Und dann das Neueste vom Neuesten, hier die Flüsse. Und auch da würde ich gerne mal kurz mit euch reinschauen, weil die wirklich schön sind. Und wo die hier sind. Da haben wir sie. Ganz toll. Schon wieder zu weit hier. So, Dankeschön, Walram, für den 7. Monat mit Prime. Vielen, vielen Dank. Ja, die neuen Flüsse. Oder der neue Fluss, um genau zu sein. Also einer auf Microtech. Sieht schön aus. Und ich weiß, also was ich dazu sagen muss, für alle die jetzt nicht so sich mit auskennen. Dieses Video von CRG ist in 1080p hochgeladen. Also in der schlechten Auflösung, wie immer. Und ist dann nochmal jetzt zusätzlich hier bei mir gestreamt. Also wenn es bei euch irgendwie unscharf ist, das ist normal. Das liegt einfach an der schlechten Auflösung von dem Originalvideo und an Twitch. Das sieht normalerweise gestochen scharf aus, wie auch im richtigen Spiel. Ja, es verschwimmt halt einiges. Es ist ein wahrscheinlich doch recht großer Fluss. Als erstes Testobjekt sozusagen im Spiel geplant. Der, ja, sozusagen ein systemisches Feature sein soll. Das heißt, wo sie jetzt erstmal eine raushauen und gucken, wie das von der Performance läuft und dann später das Ganze weiterentwickeln. Denn sie wollen ja später richtige Flusssysteme mit Seen und so weiter haben. Und ihr seht ja auch, ich hoffe, man sieht's, der Fluss fließt hier so lang und mündet hier in einen See. Also es ist nicht nur ein Fluss, sondern auch noch ein extra See, wo das Ganze dann zusammenkommt. Ich weiß nicht, wo der Fluss rauskommt. Wahrscheinlich aus irgendeinem Berg oder so da rausfließen. Es muss also irgendwo eine Quelle geben. Würde nicht irgendwo im Nichts anfangen. Ja, und dann fließt er halt entsprechend da so lang. Und ja, hat auch wirklich eine Flussrichtung. Und sie haben da schon verschiedene Tools gebaut, um die Objekte da zu spawnen. Das soll ja alles wie gesagt systemisch sein. Das heißt, sie bauen nicht jeden Fluss per Hand, wie man das aus anderen Spielen vielleicht kennt, sondern sie bauen ein System, wo sie dann per Knopfdruck gut aussehende und stabile Flüsse haben. Da war übrigens gerade die Quelle. Gerade gesehen. Guck mal, der ist schon recht lang, ne? Mal kurz hier mit den Keyframes vorgehen. Hier sieht man es, glaube ich, ganz gut, ne? Da oben kommt er raus. Aus irgendeinem Gebirge fließt er hier wirklich weit runter. Es ist kein kleiner Fluss. Ja. Und das ist so dann am Ende der Plan, dass man eben wirklich das Ganze den Planeten Tools hinzufügt und dann recht simpel und schnell auch gute Flüsse und Seen machen kann. Das Ganze auch später für Straßen, denn wir wollen ja auch Straßen haben auf Planeten und Monden, je nachdem, wo man halt auch ist.
Und auch das kann ja kein Mensch per Hand bauen. Das wirst du ja nicht fertig bei den Größen der Planeten. Ja. Und wir können endlich unter Wasser laufen. Ja, laufen. Also schwimmen geht noch nicht. Aber man kann zumindest ein bisschen, ja, unter Wasser das Ganze begutachten. Über Sinn und Unsinn kann man ja streiten. Wichtig hier ist, dass man also auch nun baden kann. Das heißt, man kann also jetzt auch in Raumschiffen wie einer Aiden and Jump in den Pool gehen, ohne dabei zu sterben. Und auch generell unter Ozean laufen. Also können alles erkunden mit Helm auf. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. So, und dann können wir mit Hoverquads oder mit anderen Hovervehikeln über die Flüsse drüber hovern. Also die gelten jetzt wirklich als Oberfläche, also richtig implementiert, ist nicht mehr so, nur so hingefaked wie bisher. Und das ist natürlich auch sehr, sehr geil. Wir hatten verschiedene Sachen plündern können, also verschiedene Pflanzen, die nur bei Flüssen wachsen. Gucken, was sie bringen an Geld. Und sie haben auch grafisch ein bisschen Updates dran gemacht. Also hier dieses, ja, Glittern quasi von der, ja, diese, wie heißt das, diese Lichtbrechung halt, ne, die man halt kennt vom Wasser. Und es sieht schon schön aus. Wunderbare Flussabende. Grillabend mit Freunden. Was noch fehlt, was aber noch kommen soll, ist Angeln und viele andere Dinge, die man eben bei Flüssen so macht. Später sollen die Flüsse ja auch so ein bisschen eine Art ja, Zusammenkunft sein für Tiere, die es im Spiel gibt, die an den Flüssen trinken und dort auch leben vielleicht. Ja? Und. Also da ist eine ganze Menge Kram in Zukunft mit geplant. Points of Interest sind sie in jedem Falle. Logisch, ne? Fluss, also Flüsse haben Wasser, Wasser ist Leben und Leben ist normal vielfältig und da kann man viel mitmachen. Dankeschön, Hunter, für den Follow. Bombenfische, genau. Da zwei. Das ist aber nicht schön. Hauptsache keine Mücken. Ja, Mücken gibt es zum Glück noch nicht. Ja. Ich kann mir schon gut vorstellen, also werden da auf jeden Fall coole Events mitmachen, das in jedem Falle, also Racing-Events auf Flüssen oder auf dem Einfluss. Man wird ihn wohl aber noch nicht finden können, so leicht, weil, naja, der ist nicht markiert auf der Map. Das heißt, man muss also ein bisschen von oben gucken, aber andererseits, so schwer ist das nicht wahrscheinlich, den wird man von Weitem sehen können, so groß, wie ich nur einschätze. Wird schon einige Kilometer lang sein. Ja, und dann kommen mit 3.17 auch schon erste Änderungen beim Fraktionssystem ins Spiel. Die sind größtenteils erst für 3.18 geplant. Und auch noch nicht auf der Roadmap richtig drauf. Aber ich denke mal, erste Verbesserungen wird es geben. Also gerade im Bereich Crime-System soll man da auch schon spüren, dass also die Schwelle erhöht wird, mit der man Crime-Set bekommt. Wenn man auszusehen mal einen NPC anschießt oder so. Das geht ja teilweise wirklich ratzfatz. Alles andere kommt dann erst aber später mit 3.18. Das ist jedenfalls so der aktuelle Plan. Ja, und dann sind wir hier quasi auch schon durch mit 3.17. Je nachdem, was noch hinzukommt vielleicht, ist es ja noch ein bisschen Zeit. Es ist alles bestätigt, bis auf die Raumschiffe. Und ich garantiere euch, die kommen. Also da habe ich keinen Zweifel dran. Insofern ist eigentlich geglückt, was sie gemacht haben, dass sie alles bestätigen konnten, was auf der 3.17 jetzt drauf stand. Und ich hoffe mal, dass es mit 3.18 dann genauso weitergeht. Da ist noch gar nicht so viel drauf. Das ist relativ leer. Aber können wir auch mal ganz kurz einen Schwenk dazu machen, wenn ihr wollt. Aber erstmal nochmal zu 3.17, wenn ihr noch Fragen habt. Ist es eigentlich auch geplant, wie sich Raumschiffe eventuell unter Wasser verhalten? Das weiß ich nicht genau. Sie haben das immer so ein bisschen schwammig formuliert. Ich denke mal nicht, dass Raumschiffe speziell unter Wasser aktiv sein sollen. Aber schwimmen, ja, so eine Aiden and Jump zum Beispiel, wird bestimmt schwimmen können. Also je nachdem, welches Schiff du hast. Das wird wahrscheinlich eher ein Physik-Feature werden. Also wo sie dann irgendwann sagen, so, jetzt haben wir hier eine gewisse Wasserphysik drin, die funktioniert und jetzt schauen wir mal, was wir mit den Raumschiffen machen können, dass sie die nutzen können. Ich denke, in die Richtung geht es eher. So, ich glaube, die Scorpions kommen verspielt, die arbeiten dann noch dran bis April. Ja, es steht so drin, ne? Warte mal. Die Scorpions. Genau, bis April. Die Hull A. Die Ulla. Die Hull A. Ja. Ich glaube, das, was ihn Kopfzerbrechen macht, ist noch ein bisschen die Sache mit dem Geschützturm. Weil der sich ja bewegen können soll. Mal sehen.
Scorpius zu Invictus. Das wäre aber reichlich spät. Wäre aber möglich. Wäre möglich. Aber die hatten ja schon gesagt in den Inside Star Citizen, dass die Scorpius schon sehr, sehr weit ist und dass sie quasi schon Final Art ist. Es kann sein, wie gesagt, dass sie noch ein Problemchen haben, physikalischer Natur, aber... Oh, mal gucken. Schauen wir mal, ja. Weißt du was über den Server Mesh? Ich weiß nur, dass das Server Meshing weiterhin im Fokus steht, dass sehr, 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 sehr viele Entwickler daran sitzen. Also der Großteil der Ressourcen fließt aktuell noch in das Server Meshing und in alles, was damit zusammenhängt. Und dass weiterhin geplant ist, das in diesem Jahr hinzubekommen. Ob das gelingt, lässt CG aber selbst offen. Ja. Aber der Plan ist schon, das bis Ende des Jahres hinzubekommen, eine funktionierende Version von Server Meshing zu haben. Wo ist eigentlich der Apocalyptic Change des physikalischen Schadens geblieben? Das sagt mir gerade nichts. Was meinst du? Die Hul'a war eigentlich schon im November fast fertig. Ja, ja, deswegen sage ich ja, also 3.17 enthält sehr, sehr viele Sachen, die eigentlich schon längst hätten da sein sollen. Die eigentlich für 3.16 angekündigt worden. Also eigentlich ist die 3.17 die 3.16. Nämlich die 3.16, die mal... quasi geplant war. Und zwar fast vollständig. Ja. Das ist so. Haben wir ja schon drüber gesprochen. 3.16 war ein Konsolidierungspatch, der einige Sachen nochmal gebracht hat, aber jetzt nichts groß krasses, ja, nichts heftiges, wo sie viel verschoben haben. Und ja. Naja. So. Wird vor Scorpius Release das Schiff nochmal in den Verkauf kommen? Was meint ihr? Nee, normalerweise nicht. Es kommt dann in Sale nochmal, wenn es Flight-Ready wird. Es wurde gesagt, dass der physische Schadensmodell einen Apocalyptic Change im Gameplay machen wird. Wo ist der physische Schaden? Wir haben immer noch HP-Bars. Achso, das meinst du. Ja, das ist ja schon lange in Planung. Werden wir noch sehen. Also sie wollen davon weg, dass es eben diese Gesundheitsbalken gibt oder generell, dass es Gesundheitspunkte gibt, die man runterschießt auf Null und dann macht's bumm. Sondern sie wollen dahin, dass es materialabhängig ist, dass es trefferabhängig ist und so weiter. Eben physikalisch, wie in Real Life. Das ist aber ziemlich schwierig. Ich kenne auch kein Spiel, was sowas bisher gemacht hat, im größeren Stil. Also einfach abwarten. Das ist wirklich eine schwierige Sache. Also, dass sie das nicht mal eben schnell hinkriegen, ist, denke ich mal, klar. So. Wird es dann die Schiffe auch ingame? Ach so, genau, das war auch noch eine Frage. Also, ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass es wieder mit 3.17 einige Schiffe geben wird, die dann ingame kaufbar sind. Und zwar die von 3.15. Das heißt... der Spartan, die Argo Raft, die Finot E, die Redeemer und die Herkules-Reihe mit der Ion und Inferno hier. Also diese ganzen Schiffe hier könnten durchaus, oder Großteil davon, mit 3.17 ingame kaufbar werden. Ja, meistens so ein halbes Jahr später. Müssen wir mal sehen. Weiß ich aber aktuell nicht. Wird sich noch zeigen. Wir haben schon so halben physikalischen Schaden mit Alpha. Ja, naja, so richtig physikalisch ist es nicht. Unsere Raumschiffe haben verschiedene Komponenten und die haben alle HP. Das ist ein bisschen wie bei MechWarrior. Das ist halt bei weitem nicht das, wo sie hinwollen, aber ja, es ist so ein bisschen gemischt, ne? Dankeschön, Mr. TT, für 21 Monate mit Prime. Vielen Dank. So. Weißt du, warum aktuell die 4i und die MSR nicht kaufbar sind? Weil das limitierte Schiffe sind. Musste warten, bis die wieder im Sale sind. Kann ich ja nicht sagen, wann. Aber ich sag's dir in den News-Videos immer, auf YouTube oder auch im Stream, wenn es soweit ist, sag ich's immer. Aber aktuell weiß ich nicht, wann es ist. Dankeschön, sorgenwollfrei für 2 Monate mit Prime. So,
Wir können mal kurz gleich über die 3.18 sprechen. Aber ich muss mal ganz fix aufs Türchen springen. Bin gleich wieder zurück. Ich kann euch ja mal kurz hier was zum Gucken dabei anmachen. Hier, da könnt ihr euch nochmal kurz die Tankmechanik angucken vielleicht. Mal nebenbei. Bin ganz kurz mal auf dem Klo. Bis gleich. Geht es hier auch los? Ah, jetzt. So, bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder zurück. So. Dankeschön, McDaniel LP, für den Follow. So. Denkst du, es wird noch ein Überraschungsschiff geben? Überraschungsschiff? Das wäre denkbar. Allerdings weiß ich jetzt gerade nicht welches. Mal sehen. Was glaubt ihr? Glaubt ihr, es gibt ein Überraschungsschiff und wenn ja, welches? Dankeschön. Übrigens, Derfins 707 für den dritten Monat mit Prime. Mach weiter so. Dankeschön. Ein Hype Train. Ein Hype Train nähert sich. Die Gattac railen? Glaube ich nicht. Also, wir können mal. Pass auf, wir machen mal einen Spaß. Wir gucken mal kurz rein. Wir schauen mal rein, was bei den Vehicle-Teams, ob da irgendwas ist. Kraken. Perseus, ja, eure kühnsten Träume. Wir gucken mal. Also Concept A nochmal nicht gucken. Wir können mal hier schauen, ob irgendwas jetzt bis März, April fertig wird. Miss Cool C, naja, die wird es nicht sein. Die Vulture. Ja. Aber die ist ja für 3.18 geplant. Cool A. Quantum. Da bin ich gespannt drauf. Ach so, genau. 3.17 ganz vergessen. Neue Star Map. Ist nicht auf der Roadmap drauf. Aktuell. Durchaus aber wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Dass das kommt. Vielleicht auch erst mit 3.18. Aber dass sich da einige Verbesserungen einstellen, das könnte ich mir gut vorstellen noch. Nostromus, Bengal Carrier. Ja. Schildemitters. Die Heikel Tech Team. Eigentlich haben sie nichts in der Pipeline, ne? Also, jedenfalls von dem, was wir hier sehen, ist nichts an Schiffen auch nicht unannounced. Würden wir ja auch sehen, die unannounced Sachen. Was irgendwie jetzt März, April endet. Und normalerweise schreiben sie die unannounced Sachen schon drauf, ne?
Mal sehen. Sie werden schon uns genügend Möglichkeiten bieten, Geld auszugeben. Da habe ich keine Sorge. Aber ich finde, die Hul'ar und die Scorpios, die sollen sie ruhig bringen. Die sind angekündigt und wenn da was oben drauf kommt, schön. Wenn nicht, ist aber auch okay, finde ich. Also. Cutlass Pink mit Disco-Pool drin. Ja. Die 400i kam auch aus heiterem Himmel. Aber die 400i, war die nicht unannounced wenigstens? Ich glaube, die 400i, die war unannounced. Bin mir ziemlich sicher. Die F8 Lightning. Ja, gut. Ist die Frage, ne? Ob sie die. Aber ich, die wollen es, glaube ich, aufheben für Squad und Foy 2. Ja, ne? Die 400i, die war an. Also, die war unannounced, ja. Ja, und die wurde auch dauernd geleakt und lieber wo. Ja, ja, ich weiß. I know. Okay, pass auf. Reden wir nochmal über die 318, weil das ist wirklich ein sehr, 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 sehr wichtiger Patch. Der ist eigentlich nochmal ganz einen Ticken wichtiger als die 317. Denn der enthält zwei super relevante Features für die Zukunft von Star Citizen. Zum einen den Cargo Refactor, also das neue Frachtsystem, und das Salvaging. Ob das alles beides kommt, ist fraglich, ja, muss man sagen. Laut Progress Tracker. Warte mal kurz. Laut Progress Tracker Cargo Refactor ist hier Mai, Juni, ne? Also es ist recht knapp bemessen. Also, was heißt knapp? Also, technisch gesehen, der Cargo Refactor soll ja Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, also Ende Juni kommt dieser Patch. Und dann sollte es auch eigentlich fertig sein, wenn sie damit so weit vorankommen. Und das Salvaging ist auch hier schon April, sind sie auch schon recht weit. Also, es sieht laut Progress Tracker solide aus, ja? Diese beiden Feeds, also speziell das hier, wird ganz viel verändern, aber auch das Salvaging wird viel verändern. Danke für den Follow, Axel J. Der Cargo Refactor. Man hat dazu noch nichts gesehen bisher. Wir haben noch keine Aufnahmen, wir haben noch gar nichts. Was wir aber wissen ist, dass der Cargo Refactor zunächst mal dafür sorgt, dass das physikalische Grundgerüst, wie Fracht funktioniert, komplett geändert wird. Also ein kompletter Rework davon gemacht wird. Das heißt, aktuell werden Kisten in Raumschiffe rein teleportiert und werden dann da quasi abgestellt. Man kann auch durchlaufen, also sie sind nicht wirklich da. Ja, nicht mal eine Kollisionsgröße. Und das ist dann weg. Es kann trotzdem sein, dass die weiterhin rein teleportiert werden mit 318, aber sie werden dann bewegliche Objekte sein. Also so wie normale Kisten auch. Wir können ja so Quest Pakete oder sowas können wir auch bewegen mit der Hand oder mit dem Traktorstrahl. Das gleiche gilt dann auch für alle Frachtcontainer und Frachtboxen. Und das heißt, man kann mit 318, wenn das alles so kommt, Fracht tatsächlich klauen. Ja, wie gesagt, ob man die Schiffe dann wirklich schon manuell belädt, weiß ich nicht. Das muss man mal noch sehen. Aber man kann auf jeden Fall die Frachtkisten dann rausnehmen oder die auch anders hinstellen und die verladen in andere Schiffe. Und eben, wie gesagt, auch bei Piraterie-Gameplay Fracht klauen. Das ist eine große Änderung, eine coole Änderung auch, die ganz, ganz wichtig ist für die physikalisierte Welt sozusagen. Und die auch später gebraucht wird für die Hangars, diese persistenten Hangars, für verschiedene Missionen und. Ja. Der Progress Tracker ist kein Release-Kalender, nur mal so daran arbeiten sie, das heißt noch lange nicht, dass es fertig ist. Naja. Kann man so und so sehen. Also das meiste, woran sie da arbeiten, geht dann schon kurz darauf live. Meistens. Was stimmt? Habe ich auch nicht gesagt, dass es ein Release-Kalender ist. So, auf jeden Fall, das ist eine wichtige Sache. Ich bin gespannt, wenn wir dazu was sehen. Es ist vor allem ein technisches Feature in dem Sinne. Müssen wir mal sehen. So, und das Salvaging baut so ein bisschen darauf auf, denn wir können dann damit entsprechend andere Wracks ja, einsaugen. Wir können die zusammenpressen, die Materialien, können dann daraus so kleine Kisten machen, die verkaufen, also Schrott-Trading machen. Und wir können auch mit dem Salvaging umgekehrt unsere Schiffe reparieren. Also wird ein Repair-Tool geben, das ist hier noch nicht drauf, es ist nur das Salvage Attachment, genau.
Also das Multitool, also das Hand-Salvaging kommt ja auch rein. Aber wir sollen auch ein Tool bekommen, um unsere Schiffe wie mit der Matic Gun quasi. Da kommt dann so ein Tank dran, so ein kleiner mit Schrott, mit flüssigem Schrott quasi. Und damit können wir Löcher stopfen, also die HP unserer Schiffe wieder auffüllen. Bin gespannt, wie das umgesetzt wird. Wir haben dazu noch keine Aufnahmen. Ich kann dazu nichts zeigen. Wir haben es einfach nicht. Dankeschön, Whistle Dizzle, für 15 Monate mit Prime. Vielen Dank. Genau. Das ist halt die Sache. Wie gesagt, Mr. Didi, weiß gar nicht, was du hast. Ich habe das nicht so rübergebracht. Irgendwas von Raumdekomprimierung? Nein. Nein. Wird auch bearbeitet. Irgendwo im Progress-Tracker steht es drin. Weiß gerade gar nicht, wie das heißt. Irgendwo ist es drin. Es wird an allen möglichen gearbeitet. Aber wann das kommt, wissen wir, wie gesagt, nicht. Wie gesagt, es sind viele Sachen im Progress-Tracker drin, an denen gearbeitet wird, aber bei vielen Sachen weiß man auch nicht, ob die dann schon fertig sind oder ob noch mehr Arbeiten nötig sind. Das weiß man, das kann man halt auch nicht abschätzen. Das ist das Problem am Progress-Tracker. Man sieht immer ganz viel Zeug, aber man sieht halt nicht, ob das dann fertig ist. Also bei Schiffen steht es mit dabei. Also zum Beispiel, wenn wir mal die Merchantmen nehmen. Da steht ja da, Building, Balancing and Implementing the Merchantman, the Banu-Made Trading Vessel into the Game. Also das heißt auf Deutsch, wir machen das Schiff fertig bis Dezember. So steht's drin. Aber vielleicht brauchen sie dann noch mehr Zeit aus irgendeinem Grund oder keine Ahnung. Ein Foto von dem Feuerlöscher-Design. Ich habe dazu irgendwo eine Aufnahme, aber die kann ich jetzt nicht rausholen. Das würde es lange dauern. Ich weiß nicht mehr, wo das ist. Es war aber nur ein Foto vom Feuerlöscher. Ja. Wie geht Hand-Salvaging? Ja, genauso wie Hand-Mining. Du gehst quasi ran mit dem Multitool und salvage, also das wird quasi verflüssigt. Das Stückchen Schrott da, ne? Keine Ahnung. Die Panzerung von dem Raumschiff, ne? Die wird quasi dann eingesaugt von dem Tool. Dann hast du unten an dem Multitool so einen kleinen Tank dran und da wird es drin gespeichert. Und das kannst du dann später wieder zur Reparatur von Schiff benutzen. Ja, das ist wie so eine Flüssigkeit quasi. So ist jedenfalls geplant gewesen. Ob das noch immer so ist, kann ich euch nicht sagen, weil wie gesagt, auch dazu habe ich keine aktuellen Infos. Die Infos jetzt sind vom letzten Jahr, wo sie was dazu gezeigt haben mal. So. Ja, flüssiges Metall, wie auch immer. Irgendwie so. Es ist halt ein Spiel. Ich denke nicht, dass man da wirklich die Platten selber beim craften muss oder so. Das wird schon ein bisschen vereinfacht sein. Aber es gibt ja auch dann wirklich diese Raumschifffabriken später, also Raumstationen, die Raumschiffe bauen. Wir kennen das ja schon aus Horizon, so angedeutet. Und dort kannst du auch dann Zeug verkaufen, dieses Material, was du gesalvaged hast. Und die bauen dann daraus richtige Raumschiffe oder Komponenten oder andere Dinge. Der Plan ist ja, dass alles, was im Spiel produziert wird, auch im Spiel wieder recycelt wird. Ja, so ein Wirtschaftskreislauf, der sich da bildet. Auch Mülltrennung und du lötest Prozessoren jetzt hier raus. Genau, also man soll ja auch mit dem, es soll ja auch dann gehen, dieses, wie heißt denn das andere Tool? Dieses Cutting Tool, also das Schneidewerkzeug, wo du dann auch wirklich zum Beispiel eine Power, also eine Energiezelle rausschneiden kannst und die mitnimmst dann, ne, ganz normal mit der Hand, zack, und dann trägst du die ins Schiff rein, hast die gewinnbringend eingesammelt. Deswegen ist auch das Verkaufen so wichtig in 3.17. Weil dann kann man den ganzen Kram auch entsprechend verkaufen. Ne? Schiffskomponenten zum Beispiel. Das brauchen sie ja für Salvaging, weil du sollst ja in erster Linie die Schiffskomponenten salvagen, also wiederverwerten und nicht nur den reinen Schrott. Der Schrott wird viel weniger wert sein. Also das wirklich Gewinnbringende ist, die Komponenten rauszuschneiden. Ne? Waffen von Schiffen, Schilde, wie gesagt, Komponenten, Quantum Drive und so weiter. Mhm.
Bei all den Features musst du deinen Job kündigen, um dem Game was hinzubekommen. Warum? Machst du nicht alles? Sollst du auch gar nicht alles machen. Sollst deinen Beruf finden und den spielen können. Oder deine Beruf, also Beruf klingt so komisch, aber dein Gameplay, was du halt spielen willst, das sollst du spielen. Und nicht alles. Das ist das Schöne an Star Citizen, dass man eben nicht alles machen kann, sondern dass jeder seins macht, also jeder macht das, was er am liebsten machen möchte. Und am Ende kommt alles zusammen. Man ist ein bisschen aufeinander abhängig, sozusagen. Ne? So. In 10 Jahren können wir endlich die Reclaimer nutzen. Ja, die Reclaimer ist halt hartes Endgame, das stimmt. Also die Reclaimer wird noch richtig lange dauern, bis die voll funktionsfähig ist. Weil die ist ja wirklich eine fliegende Fabrik. Genauso wie die Orion Mining Plattform. Ja. Für Komponenten brauchen wir doch aber so eine Art Hover-Schubkarre. Wieso? Traktorstrahl geht auch. Wo groß sind die, weiß ich nicht. So, ich würde mal sagen, ich gehe ein bisschen ins Spiel rein mit euch. Und ihr könntet weiter, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas wissen wollt, so viel das fragt einfach. Wenn ich kann, werde ich es euch natürlich beantworten. So, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hier überhaupt bin im Spiel. Mein Setup ist gerade Barne Merchantman, Prospector, die passt in den Hangar, zwei Havoc, Bikes und Moser Rover. So, klingt doch ganz, ganz nett. Also vor allem Richtung Barne Merchantman, ich glaube, da kann man viel Freude mit haben, wenn die dann mal richtig funktioniert. Dankeschön, Jan W. 2003 für 13 Monate auf Stufe 1. Vielen Dank. Schönen guten Abend. Was sind die nächsten Lottozahlen, die gewinnen? 7, 11, 21, 23, 25 und die Superzahl 9. Warum vergleichst du die Vanguard eher mit Freelancer wie mit Hurricane? Weil die Hurricane und die Scorpius sind richtige, dedizierte, schwere Jäger. Ohne Innenraum, mit Geschützturm und haben eigentlich ein sehr ähnliches Design. Die kann man gut vergleichen. Eine Vanguard ist ein Schiff aus, ist ein Kompromissschiff aus einer Reihe. Also die Vanguard-Reihe ist ähnlich wie die Freelancer-Reihe oder ähnlich wie die Cutlass-Reihe. Ein Umbau, so ein bisschen, man möchte fast sagen, so ein bisschen modular quasi. Mal ganz kurz hier. Sekunde mal eben. Das muss ich kurz hier. Wo war denn das? Achso, hier. Manage Friends. Mal kurz meine Friendlist wieder hier säubern. So, dass ich ja nächstes Mal wieder alles frei habe, genau. So. Wir gehen heute mal auf Best. Dankeschön. Chrom 69 für ein ganzes Jahr mit Prime. Knebel, die BMM wird schön, bis die Leute merken, dass die für jeden Start 40 bis 50k Sprit raus hat. Danke für 100 Bits. Ja, naja, so ist es halt. Friendless Purge. Ja, ihr wisst doch. Sonst kann man nicht mehr scrollen mit diesem blöden Comps-Menü und so weiter. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich hoffe ja, dass die Friendlist mal in Star Citizen ordentlich überarbeitet wird und besser funktioniert, aber aktuell ist sie immer noch furchtbar. Furchtbar, furchtbar. Was wollte ich gerade sagen? Muss ich mal kurz in den Chat gucken. Was war die Frage nochmal? Achso, genau, Vanguard-Reihe. Genau. Und die Vanguard ist auf dem Papier auch ein schwerer Jäger, das ist schon so. Aber ich finde, man kann die schlecht vergleichen mit einem Hurricane. Weil die Hurricane ist kleiner, ist wendiger und die hat einen ganz anderen Einsatzzweck als eine Vanguard. Ja. Meiner Ansicht nach. Ist trotzdem ein schwerer Jäger, also der Fokus ist schwerer Jäger, vollkommen klar. Aber durch alleine schon, dass sie halt einen richtigen Innenraum hat, dass die ein Klo hat, ein Bett hat und so weiter, ist es ein ganz anderes Schiff. Ja. Was ich einfach ungern jetzt vergleichen würde mit, wie gesagt, einem Hurricane oder mit einer, Scorpius. Ach Knebel, wir haben etwa 6 Jahre auf eine neue Star-Map gewartet, dann können wir auch noch 10 Jahre auf eine gute Freundesliste warten. Ach nein, bitte nicht. Bitte nicht und danke für 100 Bits. Ich habe gar keine Klamotten hier, ne? Aber ich habe wenigstens eine Waffe, ohne Munition. Immerhin. So, pass auf. Ich bin erstmal ein Schiff hier.
Ja, nehmen wir mal die Star Runner. Ja, die Star, die Star Map, das ist halt. Ich hoffe wirklich, dass da bald mein Update kommt. Oh, warte mal, wenn ich einmal hier bin, kann ich mir noch mal kurz was Schickes kaufen. Gibt's doch diese nette Rüstung, oder? Hi, welcome to the store. So. Ich muss mal schauen. Helm. Dankeschön, XDomix, für 2 Monate mit Prime. Wünsche euch allen einen schönen Abend und eine schöne Woche. Das wünsche ich dir auch. Danke. Ja, hier gab es den Woodland, aber das hat halt auch die falsche Farbe. Der hat leider auch die falsche Farbe. Einfach nicht den ich gerne hätte. Bei der geht eigentlich. Ah, kann man ein paar mehr kaufen. 100 Millionen? Nee, 10 Millionen habe ich. Da fehlen die Punkte. 10, 203, 369. 100 Millionen wäre ein bisschen sehr viel. So reich bin ich nicht. So. Good purchase. Was da? Und das hier. Und dann. Das ist der richtige, ja, der After. Aftershock. Heute geht's auf die Aftershock-Party. So, Helm. Oh Gott, die andere sieht ja furchtbar aus. Moment kurz. So kann ich mich draußen nicht zeigen. Das geht nicht. Ich brauche einen besseren Undersuit. Was nehmen wir denn für einen? Wir haben doch hier bestimmt diesen militärischen Stone Skin. Nee, hier, den hier, genau. TCS4. Genau. Wie sich kurz gebückt hat, oder? Ach komm, Inventar. Ach, leckendes Inventar. Ich hoffe, das wird auch verbessert mit 3.17. Naja, ist trotzdem besser als der andere. So. Das sieht doch ganz okay aus. Brauche ich nochmal ein paar Knarren. Das Ding ist, ich hätte halt am liebsten hätte ich diesen einen Helm, aber den gibt's halt einfach nicht. Das ist so ärgerlich, dass es nicht den einen Helm hier gibt, den G2 Woodland eigentlich. Aber der hat das falsche Grün. Das ist eine falsche Beschriftung. Das ist eigentlich ein dunkelgrün, so ein Waldgrün und nicht Oliv. Also ich würde den gerne in Oliv haben wollen. Man kann höchstens den Grauen nehmen. Der Graue würde theoretisch gehen. Smart buy. Diese Helme sind nämlich hier so furchtbar hässlich beleuchtet. Das sieht ganz, ganz schrecklich aus. Feel free to take a look around. We ah, das passt halt auch nicht richtig, ne? Aber geht. Das geht schon. Wann kommt das letzte Let's Play? War schon gespannt darauf, wie es weitergeht. Ich auch. Ich konnte nicht aufnehmen, weil ich gestern und heute und auch, vorgestern und heute und technisch gesehen auch heute ziemlich gesundheitlich im Arsch war. Aber es wird kommen. Vielleicht kann ich morgen ein bisschen aufnehmen. Mal gucken, wie es denn morgen ist. Kann ich morgen ein paar Folgen aufnehmen? Ja, nehmen wir das hier. Warhawk SMG. Danke für Follow. Toyotex. Das war jetzt hier in Custodian, ne? Custodian. Übrigens an der Stelle auch mal danke für die vielen Genesungswünsche. Mich sehr gefreut. Laserpointer. Ja, aber alles nicht. Passt schon. Hauptsache eine Knarre.
So. Und dann müssen wir mal kurz woanders hinfliegen. Hier ist nicht das, was ich machen will. Ich habe tatsächlich jemanden auf meinem Server, der so unkreativ war und sich Chris Roberts genannt hat. Ja, vielleicht ist es ja Chris Roberts. Weißt du es? Frag ihn doch mal. Sag mal, hey Chris, wo ist Server-Mashing? Oder wo ist Squadron 42? Es sollte also immer noch so eine Papiertüte geben, die man sich über den Helm ziehen kann. Es gibt sowas ähnliches. Es gibt so einen Helm, so eine Plastiktüte gibt's. Wenn die hilft. Ein Tor so zu klobig. Findest du? Ich finde, das sieht eigentlich ziemlich sportlich aus. Sieht fast so aus wie ich. Also bei mir ist noch ein bisschen. Ist noch ein bisschen praller. Bisschen muskulöser. Ich müsste mich eigentlich mal wiegen aus Spaß. Würde mich, also muss ich wirklich mal machen, wie viele Kilo ich verloren habe jetzt in diesen 2 oder 3 Tagen. Bestimmt, also ich würde so, also gefühlt auf jeden Fall 5 Kilo. Also ich fühle mich auf jeden Fall mehr als 5 Kilo leichter. Keine Ahnung. So. Du hast gelben Spandex, das wissen wir. Ja, das stimmt. Der gelbe Spandex. Er zieht immer. Bei allen Frauen, ob jung oder alt. Wenn du damit in die Bar reingehst, hast du alle Blicke auf dir. Garantiert. Gefühlt 5 Kilo verloren. Realität 7 Kilo zugelegt. Ne, 160 wiege ich nicht. Nein. Ich überlege gerade, was habe ich. Gestern habe ich gegessen 2 Bananen und 1 Apfel. Heute habe ich gegessen. Ne, warte mal. Gott, ich war. Gestern Abend habe ich 2 Bananen gegessen. Oder 1,5 eigentlich nur. Und heute habe ich gegessen 2 Äpfel und 3 Bananen. Sonst nichts. Sonst wirklich null. Und Montag nur das Früchtemüsli und dann. Und das war's auch. Also dann. Es hat quasi gereicht. Das Früchtemüsli hat wirklich für 3 Tage gereicht. Um es mal so zu formulieren. Eine Frau hört deinen Stream mit bei der Aussage bezüglich Gewicht. Das will ich gar nicht wissen. Warum? Machst du Diät? Unfreiwillig. Unfreiwillig. Ah. Ja gut, vielleicht mal ganz kurz für die, die später reinkommen sind und das nicht mitbekommen haben auf Discord. Kann ich nur mal ganz kurz erzählen, ohne Details natürlich. Am Montag hat es mich komplett aus den Latschen gehauen, wirklich komplett. Ich habe mich noch nie in meinem Leben, soweit ich mich erinnern kann, so krank gefühlt oder war so krank wie am Montag und gestern. Vielleicht mal als Kind oder so, das kann sein, aber also ich bin eigentlich wirklich sehr, 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 sehr stabil. Ich habe ein sehr gutes Immunsystem. Mal abgesehen vom Schnupfen oder so, hatte ich, glaube ich, letzten 10, 12 Jahre gar nichts. 0,0. Kein Fieber, keine Grippe, kein nichts. Ja? Nicht mal ein Virusinfekt oder Husten, gar nichts. So. Und nein, kein Corona. Am Montagmittag habe ich ein Früchtemüsli gegessen. Und das hat mich komplett auf den Kopf gestellt quasi. Ich habe das nicht vertragen und ich denke, es liegt an den kandierten Früchten. Wenn ihr euch noch erinnert, ich hatte mal vor einiger Zeit meine ganze Ananas gegessen vom Stream, eine komplette Ananas. Und die war ja nicht kandiert, aber das ist ja auch eine sehr süße Frucht. Und ich habe das Gefühl, ich vertrage da irgendwas nicht. Und dieses Früchtemüsli, da waren halt so kandierte, auch unter anderem auch Ananas und Zeug drin. Und das hat mich wirklich komplett vernichtet. Dankeschön, Akarin, für 4 Monate mit Prime. Vielen Dank. Ich konnte am Montag nur liegen. Ich habe es anders nicht ausgehalten. Ich bin dann eben auch immer wieder eingeschlafen. Für eine Stunde oder eine halbe. Und dann wieder aufgewacht. Und bin quasi nur zwischen Klo und Couch gependelt. Also wirklich richtig krass. Und dann ist es halt dann jetzt wieder immer besser geworden. Und ja.
Hatte ich, also das hatte ich wirklich in der Form noch nie. Und ich bin auch kein Allergiker. Also ich bin normalerweise, ich bin gegen nichts allergisch, was ich wüsste. Also ich habe schon alles Mögliche gefuttert. Also ist es nicht so, dass ich irgendwie da besonders anfällig wäre oder so. Überhaupt nicht. Also das habe ich auch wirklich gewundert. Aber irgendwas muss ich nicht vertragen haben. Ist auch kein Virusinfekt. Ich hatte auch kein Fieber. Ich hatte leicht erhöhte Temperaturen durch die ganze Anstrengung. Schlecht war es, glaube ich, auch nicht. Also ich, das kommt auch noch hinzu. Dankeschön, Dark Aufstellung für 2 Monate mit Prime. Ich rieche und ich schmecke verdorbene Lebensmittel. Und das kann auch nur die Milch sein, die ein kleines bisschen schon einen weg hat. Rieche ich auf 10 Kilometer Entfernung. Bin da ganz empfindlich. Ich schmecke auch Alkohol raus, auch wenn nur ein winziges Tröpfchen in irgendeiner Praline drin war. Furchtbar. So, also ich habe einen sehr guten Geschmackssinn in dem Sinne. Meine Oma oder meine Mutter, manchmal, die hauen sich noch irgendwas rein, was schon, wo ich schon dran rieche und sage, nee Leute, das ist verdorben. Also früher jedenfalls, kam häufiger mal vor. Die haben da nicht so einen Feinsinn. muss von dem vielen Maggi kommen, was die früher in der DDR gegessen haben. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ich habe da, also das, es war nicht schlecht, das glaube ich nicht. Ich glaube, es sind wirklich diese getrockneten, kandierten Früchte gewesen, die haben mir den Rest gegeben. Und es ist ja da wirklich so, also man fühlt sich ja wirklich so, als wäre man einen Marathon gelaufen. Wenn das dann wieder so abklingt, ne? Als wäre man einen Marathon gelaufen und zwar 2 Tage lang. Und wäre dann zwischendurch immer mal wieder von so einem Laster überfahren worden. Also tut einem alles weh, weil das so eine Anstrengung ist für den Körper, das irgendwie, ja, irgendwie zu verarbeiten. Richtig krass. Und wie gesagt, heute geht's wieder so halbwegs. Noch ganz schön, ich habe noch ganz schön Schmerzen. Also, wenn ich jetzt so sitze, geht's. Ist kein Problem. Aber wenn ich mich bewege, wenn ich irgendwas mache, was auch nur ein bisschen anstrengender ist, dann tut einem alles weh. Oben die Schultern, der ganze Rücken, der Bauchbereich, alles, die Arme, weil es alles so unter einer Hochspannung war. Ich hatte wahrscheinlich auch, also ich habe das nicht gemessen oder so, aber ich hatte bestimmt gestern Abend, wo ich im Bett war, weil das so anstrengend war alles. Hatte ich bestimmt auch einen Puls von 150 oder so, bis ich dann irgendwann mal zur Ruhe gekommen bin. Und das nur vom, quasi ins Bett gehen. Also dieser kurze Weg nur. Also super anstrengend. Heute wieder viel, viel besser, aber schon belastend. Schon belastend. Hört sich irgendwie bei mir an, wie nach der AstraZeneca-Impfung. Okay. Da habe ich keine Ahnung. Oh Gott, haben wir hier. Ja, wir machen mal das hier. Wird ja schon gerne auch mal. Wir müssen hier mal hochkommen bei den. Nicht bei denen, sondern bei. Kirsten. Da sind noch einige offen. Ich muss das mal offscreen weiterspielen, glaube ich. Das geht besser. So. Aber egal. Hauptsache ein bisschen spielen. Ich habe auch nicht gezockt. Also weder am Montag noch am Dienstag. Ich konnte nicht mal Serie gucken. Ich konnte mich auf nichts konzentrieren. Gar nichts. Na dann, wenn du wieder fit bist, gibt es ja eine VR-Runde. Das kriegst du nicht los. Ich darf gar nicht an VR denken. Ich hatte am Sonntagabend noch mal VR angeschmissen, Alien Isolation, um ein bisschen reinzukommen. Übrigens, ich habe den Keller mal ausgemessen, das würde tatsächlich gehen. Also ich könnte mir da wirklich so eine VR-Ecke bauen. Also Ecke, also den ganzen Keller quasi in so ein VR-Studio umbauen. Würde theoretisch gehen. Der ist groß genug, dass man da drinnen laufen kann. Muss mal sehen, vielleicht mache ich sowas. Weil, ich habe mir auch angeguckt, diese. Naja, diese Dinger, wie heißen die? Haben wir letztens drüber gesprochen, diese Laufbänder oder ja, wie heißen denn die? Naja, für VR, wo man halt drauf unbegrenzt drauf laufen kann, ist ja furchtbar. Ja, also die sind ja unfassbar laut und man läuft ja eigentlich gar nicht drauf, sondern es ist eher so ein drüber Schleifen. Man schleift so den ganzen Körper durch. Das hole ich mir ganz sicher nicht. Threadmills, genau, danke. Da warte ich mal, bis was Ordentliches auf den Markt kommt.
Das ist nicht wirklich Ziel. Das ist der falsche Ansatz, glaube ich. Ja, Call to Arms kann ich noch annehmen gleich. Da kann ich mal hier direkt machen. Was ist immer? Da. Ist eh nur Kleingeld, aber. Gibt halt leider keinen extra Ruf, ne? Haben eigentlich meine Waffen keine Energie? Das ist ja seltsam. Ich brauch's zwar nicht, aber. Komisch, dass die aus sind. Na gut. Also ich glaube, der beste Ansatz für solche VR-Threadmills wäre, dass man das über, ja, über Bewegungssensoren löst. Brauche halt irgendwie ein Material, was, also wo man normal drauf laufen kann, was sich dann aber mit einem zurückbewegt. Und dann halt über Bewegungssensoren. Also das wird noch einige Jahre dauern, glaube ich, bis das mal groß wird. Ich denke auch, dass der Markt einfach aktuell noch nicht dafür da ist, für VR. Das ist noch zu sehr in Kinderschuhen. Das merkst du auch, denn die meisten VR-Entwicklungen sind doch sehr klobig, sehr, ja, naja, sind schon nicht schlecht, aber man hat nicht das Gefühl, dass es da besonders schnell vorangeht, weil einfach nicht genügend Kunden da sind aktuell, glaube ich, um das zu finanzieren. Deswegen ist der Kram auch so scheiße teuer. Ja, wenn das vielleicht in 5-6 Jahren ein bisschen einen Aufschwung nochmal bekommt und dann wirklich auch dann ein großer Markt für entsteht, dann gehen da die Entwicklungen los. Ne? Genauso wie beim Smartphone. 2% aller Steam-User haben VR, das ist nicht ohne. Das finde ich schon sehr, sehr wenig. Also, wenn ich bedenke, wie lange es schon VR-Brillen, funktionierende Brillen gibt, dann ist 2% halt echt nix. Also da wird kein großer Marktplayer sagen, so, da pumpe ich jetzt mal richtig Geld rein. Ist aber ausgegangen. Okay, ich kann es nicht anklicken. Okay, dann müssen wir das die KI machen lassen. Okay. Ah, die machen das ganz gut gerade hier. Von daher. Double Elevator Bug, ja. Nee, also, dass VR ein großes Ding wird, da müssen schon 10-20% der Userinnen und User, also der Gamer, VR auch nutzen. Sonst wird da keiner Geld reinpumpen. Dann werden alle ganz gemächlich immer gucken, dass sie da was machen und ein Produkt auf dem Markt haben. Das ist halt noch nischig. Ja. Ich warte auf den Neuralink-Chip. Willst du den wirklich dir einsetzen lassen? Ich würde mir das nicht einsetzen lassen. Da hätte ich Angst vor. Da hätte ich wirklich Angst vor. Genauso wie vor USB im Nacken. Ist ja furchtbar, der Gedanke. Wobei, man könnte sein Handy immer laden. Mit körpereigenem Saft. So, 2. Wenn es keine 1K kosten würde, hätte ich es mir auch zugelegt. Aber so, nö, danke. Ja, das ist halt auch das Ding, wenn du jetzt wirklich VR komplett machen willst, also richtig, ordentlich, dann hast du A, das Problem, dass es halt nicht die Technik dafür gibt aktuell. Das ist alles nur so mittelgut. Und die richtig guten Sachen in dem mittelguten Segment, die High-End-Dinger, da bist du mit 1000 Euro aber sehr, sehr günstig. Also ich glaube, die aktuell beste VR-Brille, die man kaufen kann als Consumer, die fängt bei 1700 Euro an. Ohne Zubehör. Nur die Brille. Also mit Controller. Ja. Das war verdammt gute Arbeit, Knebel. Danke. Ja, finde ich auch. Haben wir gut gemacht. Ja, ich wäre ja runtergefahren, aber wenn der Fahrstuhl nicht will, dann sollen sich halt kümmern da unten. Haben sie auch gemacht. Vor 20 Jahren hatten Leute Angst vor einem Handy gehabt wegen Strahlung. Also ich nicht. Ich hatte immer schon eigentlich ein Handy, solange es gibt auch Gameboy oder halt was es halt so gab. Ich habe auch heute keine Angst vor Handystrahlung. Aber ich würde mir keinen Chip einpflanzen. Also ich finde, es ist ein Unterschied, ob man sich von einem Handy bestrahlen lässt oder ob man einen Chip im Nacken hat.
Also, da ist schon eine Grenze. Für mich persönlich. So, achso. Nehmen wir eine andere Quest an. Das war ja jetzt hier nichts wirklich. So, nach Hiram. Okay. Ist nicht dasselbe nochmal? Nee. Ah, das ist andere Seite. Okay. Nee, danke, ich brauche keine Hilfe. Dankeschön. Da muss ich halt immer, das Problem ist, bei Hilfe muss ich immer den Ruf teilen. Dann dauert es noch 10-mal länger. Ich habe keine Angst vor Strahlung, das kann ich dir aus erster, zweiter und dritter Hand versichern. Ja, aber so eine dritte Hand wäre doch ganz praktisch. Da kannst du Pizza essen, Cola dabei trinken und das Fernsehprogramm durchschalten. Oder du kannst alle drei Katzen gleichzeitig kraulen. Die freuen sich. Die freuen sich aber dann. Es gibt mehr VR-Nutzer, als man denkt, und die meisten nutzen es nicht für Gaming. Ja, mir geht es ja um das Gaming. Ist mir egal, wenn irgendwer VR nutzt für Nicht-Gaming. Ich rede ja wirklich vom reinen VR-Gaming. Und da gibt es halt echt nicht viele. Es gibt ja auch kaum Spiele dafür. Also Half-Life Alyx war sicherlich ein guter Push. Aber da gab es mal eine schöne Diskussion drüber vor einiger Zeit, als das rauskam, Half-Life Alyx. Es ist ja definitiv das beste VR-Spiel, was es auf dem Markt gibt. Abgesehen vielleicht von irgendwelchen coolen Mods, ne? Also zum Beispiel ein Alien Isolation VR ist halt auch der Hammer wahrscheinlich. Aber da waren sich alle einig, und ich würde da auch zustimmen, die gesagt haben, Half-Life Alyx hat nur deswegen so gut funktioniert, weil es ein VR-Spiel war. Hätten sie das Half-Life 3 genannt und hätten sie das nicht in VR gebracht, wäre es absolut nicht gut angekommen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Du hast keine richtigen Blockbuster-Spiele in VR, die richtig dafür ausgelegt sind, weil es gibt halt nicht die Hardware dafür. Es gibt halt auch nicht den Preis dafür. Es geht halt alles nicht so einfach. Die 3D-Brillen von Nvidia sind tot, oder? Die kenne ich nicht mal. Also ich finde zum Beispiel, dass die Oculus Quest 2 einen sehr guten Schritt gemacht hat, denn die ist relativ günstig. Ich weiß gerade gar nicht, was die jetzt kostet, und die 350 Euro. Und die ist absolut top. Das Problem ist halt, sie ist sehr eingeschränkt vom Sichtfeld und sie hat nicht die höchste Qualität. Aber in ein paar Jahren, wenn die Oculus Quest 3 vielleicht kommt, mit einer 8K-Auflösung und mit ein bisschen größerem Sichtfeld, dann kann das schon richtig geil sein. Für 350 Euro, glaube ich, sind viele Leute bereit, sich so ein Ding zu kaufen. Aber die Steam, zum Beispiel, die Steam-VR-Brille ist viel zu teuer. Um Welten zu teuer. Ja? Und auch andere. Das kauft sich kaum einer, der da nicht wirklich auch ein Faible für hat und sagt, komm, mach ich mal. Ah, scheiße. Du brauchst halt irgendwie so einen Preis-Leistungs-King erstmal im Geschäft. Und wenn du den hast, dann kann sich dann der Markt da herumbilden. Und das ist aktuell auf jeden Fall die Quest 2. Mal gucken, vielleicht kommt ja Steam nochmal mit einer neuen VR-Brille um die Ecke, die nochmal ans obere Limit rangeht. Weil das obere Limit pusht natürlich immer die Möglichkeiten. Und dann gucken die anderen, dass sie aufholen und günstiger sind. Die Games kosten natürlich auch zu viel. Da kenne ich mich gar nicht aus. Was kostet ein Half-Life Alyx? War das so viel teurer? Dankeschön, Raka TV, für den Follow. So, gucken, ob hier der Fahrstuhl geht. Ja, der geht. Sehr gut. Ohne Angebot 60, oder? Ich weiß es nicht. Kann sein. Also jetzt ist es wahrscheinlich günstiger, weil es ja nun schon draußen ist, aber... Ich sag mal so, die PlayStation und Xbox-Spieler, die zahlen schon seit Jahren für ihre Games 60, 70 Euro. Das ist jetzt nicht besonders teuer.
sehe leider hier nicht die Farbe. Ich bin immer ganz, ganz vorsichtig. Ich habe auch kein Multitool dabei. Da gibt es ja nicht auf Port Risa. Gut, ich hätte mir eins holen können im Eberus Harbor. Aber da habe ich natürlich nicht dran gedacht. Na, kommen Sie. Kommen Sie. Das Spiel ist nicht der Maßstab. Weiß ich nicht. Also ich finde schon. Nenn mir doch mal... Na gut, das ist auch immer Geschmackssache, aber mal ganz ehrlich, gibt es ein VR-Spiel, was besser ist, technisch, was fortschrittlicher ist als Half-Life Alyx? Mist, ich wollte nicht... Nein! Ah, verdammt. DCS World. Sagt mir jetzt nichts. Was ist DCS? Kennt Jurassic World? Okay, das sind Verbündete hier. Naja, was machen die hier? Ein Wochenendspaziergang oder was? Dankeschön, O Fincho, für 3 Monate mit Prime. Dankeschön. So schnell ist wieder 1 Monat rum. Jawohl! Gleich in Chat, keine Sorge. Ich schau gleich rein, aber ich muss mal kurz mich ein bisschen konzentrieren. Was macht denn die KI immer? Au! Das ist doch echt eine Schande. Da steht die KI hier vor mir. Diese Kack-KI, ey. Zwei noch. Okay, das sind wohl dann oben. Ja, manchmal klappt das richtig gut mit den NPCs, manchmal klappt es überhaupt nicht. Es ist sehr, sehr inkonsistent, aber Hauptsache die Quest funktioniert überhaupt. Nicht so wie letztens, wo das festhing. Aber mal gucken, kann uns noch passieren. Könnte im schlimmsten Fall noch passieren. So, da ist einer. Geht auch nicht. Aber dann ist da auf jeden Fall einer rausgekommen, ne? Oh, jetzt bitte hier nicht festhängen. Die Fahrschiele. Ach Mann, ey. Dass die hier nicht irgendwie eine Schleife programmiert haben. So eine Art Hot Button. Release all NPCs oder so. Ja, also ist verbuggt die Quest, wie es aussieht. Wirklich ärgerlich. Hat irgendwer einen coolen Tipp für mich? Oder ist es einfach jetzt... Ich glaube, ich kann jetzt nichts dagegen tun, ne? Klingel am Wochenende, die Quest ist eigentlich nicht mehr verbuggt. Ja, ist er auch. Also es ist wirklich selten, dass sie verbuggt ist. Einmal in die Fahrstühle rein, wieder raus. Meinst du, es bringt was, wenn ich da reingehe? In die KI-Fahrstühle? Ich kann es mal machen. Da jetzt raus. Okay. Na, wir probieren es mal. Mal in alle mal rein.
Sie gehen zumindest zu. Das könnte vielleicht dazu führen, dass da wieder einer rauskommt. Mal gucken. Lauf hier nochmal kurz ab, wo ich gerade war. Ich bin ja immer auf der Suche nach Fixes für irgendwelche Bugs und nach Workarounds. Meistens klappt das aber nicht. Gerade den Trailer zu Obi-Wan Kenobi geschaut. Irre. Ja, ist es ein neuer Trailer? Wann kam der? Also Obi-Wan Kenobi-Serie freue ich mich sehr drauf. Oder Serie nicht, Film meine ich. Ist er heute rausgekommen? Weiß es nicht. Vor 2 Stunden. Oh, wollen wir uns den mal kurz angucken? Vielleicht kommt dann hier noch was währenddessen. Warte mal, das interessiert mich doch sehr. Wird das eine Serie? War das nicht ein Film? Aber ich sehe hier ist nicht blamieren. Warte mal. When is Bar? Soll ich gucken? Obi-Wan Kenobi, Teaser Trailer Disney Plus. Ja, geil. So, Moment. Uns doch mal gemeinsam an. Geht auch nicht so lange. 1,46 nur. Bin ein ganz großer Fan von dem Schauspieler auch, Ewan McGregor. Und ich finde, der hat Obi-Wan sehr, sehr toll gespielt. In den ersten 3 Filmen. Und die Serie, oder sie sagt, das ist eine Serie, die soll ja zwischen Episode 3 und Episode 4 spielen, also diese Lücke schließen. Und das ist halt sehr, sehr spannend, weil sie haben halt bei Star Wars sehr, sehr viele Lücken immer gelassen. Und da finde ich es genau richtig, da reinzugehen und dort Serien oder ähnliches zu machen. Gucken wir uns mal an. Das haben wir ein paar Mal geguckt, aber man hat auch ein paar bekannte Gesichter gesehen. Gut, den hier nicht, aber diesen hier, den Owen Lars, oder hieß der Lars Owen? Diesen Bauerntypen. Sind wir hier irgendwelche bekannten Gesichter? Also hier ist der Obi-Wan. Hier sehe ich jetzt keine bekannten Gesichter. Hier hat man es aber gesehen. Mal kurz. Ah, hier. Das ist, ich glaube, oder? Das müsste doch dieser Bauer sein. Owen Lars, genau. Oder so. Der müsste es sein. Ist es nicht sogar... Das sieht so ähnlich aus. Vielleicht wie der richtige Schauspieler. Der Onkel quasi. Onkel Owen ist das. Könnte sogar der Schauspieler sein von Episode 3 noch. Also nicht der alte, sondern... Genau. Ja, das verspricht doch, vielversprechend zu werden, würde ich fast sagen. Bin ich gespannt drauf. Generell, Star Wars ist immer geil. Also, gut, die letzten 3 Filme waren nicht so toll, aber alles andere, was sie gemacht haben im Bereich Star Wars, fand ich jetzt durchaus solide. Also auch den Han Solo-Film fand ich gut, persönlich. Was vor allem natürlich daran liegt, dass der eine Lücke geschlossen hat. Ne? Ich denke mal, wenn man jetzt den Han Solo-Film nur so gesehen hätte, ohne den Rest zu kennen, wäre es nicht so toll gewesen, aber das macht man ja auch nicht. Das ist der, ja. Am 25. Mai, oh, gar nicht mal so lange hin. Cool. Und ich habe sogar Disney Plus. Hallo? Das kam unerwartet. Guten Tag, die Herren. Sehr, sehr schön. Ich darf nicht lachen, tut mein Bauch weh. Vielen Dank. Das ist aber schön. Wie kommt denn ihr hierher? Ohne Schiff? Das ist mein Schiff hier, ne? Ach, da hinten. Ah. Ja, schön. Ja, die Quest muss ich aber leider abbrechen. Weil, naja, die geht ja nicht weiter hier. Die Stalker. So, ja, muss ich leider abbrechen. Hm. Ja, mal 2 an hier. So, bei Barnabas und... Oh Gott. Manchmal hat man nämlich Glück und die sind an derselben Location, sind sie in dem Fall aber nicht. Nee. Liebe Grüße von uns. Ja.
Gemüse zurück. Aber ich muss leider weiterziehen. Mai ist Episode 4 ins Kino gekommen. Ja. 25 Mai? Also ich kenne nur May the Force be with you. Also Mai der 4. Weil es am 25. Mai 2022, genau 45 Jahre her ist, dass wir Obi-Wan das erste Mal gesehen haben. Aber dann noch den alten Obi-Wan, ne? Aus Episode 4. Ewan McGregor ist schon ein geiler Schauspieler. Der ist schon echt cool. Der hat den perfekt verkörpert, fand ich. Ich finde, dass Ewan McGregor den Obi-Wan sogar besser verkörpert hat als der originale Schauspieler. Ein bisschen besser. Weil er macht halt diesen nachdenklichen und trotzdem irgendwie doch interessanten Jedi, der nie zu viel von sich preisgibt und so ein bisschen unbeholfen manchmal ist, aber eigentlich doch voll was drauf hat. Hat er perfekt gespielt, finde ich. Sehr, 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 sehr geil gemacht. In den Episoden 1, 2 und 3. Und Obi-Wan ist ja auch, ich glaube, es gibt da verschiedene Listen und sowas. Könnt euch mal reinziehen. Aber Obi-Wan gehört auf jeden Fall zu den mächtigsten Jedi, die es überhaupt gibt. Obwohl er eigentlich auf den ersten Blick gar nicht so außergewöhnlich ist, aber weil er hat Anakin Skywalker quasi besiegt, das will schon was heißen. Und ist dann später als Machtgeist aufgestiegen. Und das kann auch nicht gerade jeder von sich behaupten. Hallöchen Olaf, der Schneemann, das wünsche ich dir auch. Willkommen. So, höher, höher, höher. Höher, höher. Ne, das ist schon eine coole Figur auf jeden Fall. Und er ist auch ganz gut gealtert, ne? Also gut, er hat sich jetzt hier so Bart stehen lassen, ne? Mit bisschen grauen Haaren dazu. Aber ich finde, alterungstechnisch müsste es sogar halbwegs passen. Weiß nicht genau, wann die Serie dann spielt. Ich denke mal, Luke wird schon ein paar Jahre alt sein. Wir hatten ja gesehen, in dem Trailer so ganz am Anfang so ein bisschen. Also der ist ja schon bestimmt 6 oder 7 Jahre alt, wie er da rumspringt. Also ich denke mal, das würde schon passen, so vom Alter her. Der alte Schauspieler hat nicht Obi-Wan verkörpert, sondern Ben Kenobi. Ja, das sind ja dieselben. Geht ja um den Charakter des Schauspielers. Um den Charakter des Charakters, sozusagen. Mich wundert nur, dass er als ehemaliger Jedi eine Baumarkette aufgemacht hat. Der Obi. Ach, sehr, sehr schön. Wie schnell fliegt das Schiff? Ja, so schnell wie hier steht, da, aktuell. Maximal, ich weiß gar nicht, 1200. Ist recht schnell. Starrunner ist eines der schnellsten Schiffe ihrer Größenklasse. Ja, soll ja auch so ein Blockade-Runner so ein bisschen sein. Ich glaube, 1200 schafft die. Meter pro Sekunde. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Keiner würde in einen Yoda-Baumarkt gehen. Ich weiß nicht. Vielleicht doch. Ach, guck mal, hier ist sogar ein bisschen Wasser. Oder ist das Wasser? Nee, das sind die rot leuchtenden Steine. Aber sieht aber auch cool aus, oder? War nur gerade ein Grafikbug? Ah, sieht schön aus hier. Doch, das Wasser, oder? Ja, eine kleine Pfütze. Ah,
Thurston ist schon ein schicker. Ein schicker Planet. Ziemlich schrottig, also voll mit diesem ganzen verrosteten Zeug, aber die Sonne steht immer geil. Oh, herrlich. Das passt auch gut zum Obi-Wan-Film oder zur Obi-Wan-Serie. Das schnellste Schiff? Oh, du stellst Fragen. Weiß ich nicht. Schnell ist ja auch relativ. Ne? Schnellste Beschleunigung, schnellste Höchstgeschwindigkeit. Die Frage ist auch wo, im Weltraum oder... Ach, hier sind irgendwelche Füße im Boden. Warte mal, da muss ich ein bisschen anders parken. Na guck mal, da kommt da auch ein schönes Tatooine-Feeling auf, so ein bisschen, oder? So ein bisschen? Ja, Daymar ist noch besser, ich weiß. Aber Daymar ist halt nur ein Mond. Der originale Schauspieler hat diese Rolle als Obi-Wan als seinen größten Fehler gehalten, wollte nie wieder was davon hören. Echt? Warum das denn? Ist aber nicht schön. Hat das ja auch gut gemacht. Er hat halt einen. Star Wars war halt damals generell anders. Also da hat nicht jeder ein Lichtschwert, sondern da war das alles ein bisschen. Also, weiß nicht, die Episoden 4, 5 und 6 sind halt sehr, sehr viel ruhiger, düsterer, sind ganz anderer Machart und sind eigentlich sogar, vielleicht sogar ein Ticken realistischer als die neueren Filme. Nein, wieder die Scheiße. Oh. Heute haben wir echt Pech, ne? Aber nur gucken, ob die KI das macht. Aber ich finde, beide Epochen haben so ihre Stärken und Schwächen. Ich finde gerade geil bei den neueren Filmen, also 1, 2 und 3, dass die sehr, sehr viel mehr Action haben. Dass die generell auch einfach ein bisschen moderner wirken. Und dass es dort mehr Jedi-Power gibt. Und in den älteren, also 4, 5 und 6, finde ich wiederum gut, dass es halt sehr atmosphärischer ist. Also es ist schon eine ganze Ecke atmosphärischer als die ersten drei. Ja. Aber ich finde, alle 6 Filme zusammengenommen, finde ich insgesamt ein sehr, sehr solides Werk. Sehr, sehr solide. Ja, die 7, 8 und 9 hätte man sich sparen können. Oder einfach besser machen können. Wäre noch besser gewesen. Aber... Ja... Nochmal eine Frage zum Thema Roadmap von eben. Ich habe eben auf dem Progress Tracker geschaut. Die Orion kommt also im August. Da steht as a flight ready vehicle. Müsste ich jetzt gucken. Müsste ich mal selber gucken, was da steht. Ist nicht jedes Schiff im Kopf leider. So, Roadmap. Muss dann nämlich ein bisschen aufpassen. Badam. Orion. Nee. Das ist ja hier was anderes. Also, ja. Auf der einen Seite hast du recht. Das ist meine persönliche Meinung. Ich finde, man muss CRG hier beim Wort nehmen. Und zwar wortwörtlich übersetzen. Wenn man das wortwörtlich übersetzt, dann steht hier: Bau, Implementierung und Ausbalancierung der Mining-Plattform von RSI, die Orion, als flugbereites Fahrzeug. So. Und ich würde das auch so übersetzen, dass ich davon ausgehe, dass im August das Schiff fertig wird. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir sehen, dass ein Team, nämlich das Vehicle Concept Art Team, 7 Wochen daran sitzt. Daraus können wir dann wiederum schlussfolgern, dass das hier unten falsch ist. So, das sind die 2 Sichtweisen beim Progress Tracker. Das ist das Problem am Progress Tracker. Deswegen... Nein, die Orion kommt definitiv nicht im August, auch wenn das hier anders steht. Das ist übrigens auch meine Kritik an diesem Progress Tracker, dass sie uns hier falsche Angaben oder zumindest nicht vollständige Angaben geben. Weil viel besser wäre, wenn sie uns, warte, ich mach's nochmal kurz hier auf, wenn sie hier eine detaillierte Beschreibung reinpacken würden, was konkret dort gemacht wird. Ja, was weiß ich, das Vehicle Concept Art Team setzt sich dran, die Raffinerie-Pots auszu...
bauen oder das Fahrwerk zu machen oder sowas halt. Ja. So. Aber wie gesagt, das sind halt so diese zwei Lesarten der Roadmap und hier geht auch nichts mehr. Ach, Mann. Das ist ärgerlich. Eben, die Orion-Plattform wäre sowieso zu groß für das aktuelle Gameplay und sie wäre auch nicht sinnvoll, denn es gibt ja gar kein Gameplay, was sie machen könnte. Es gibt weder Raffinerie-Gameplay, noch gibt es große Mining-Bereiche, wo man die sinnvoll nutzen könnte. Im Weltraum gibt es ja alles nicht. Ja. Die würde nur tonnenweise von den bestehenden Asteroiden konsumieren die ganze Zeit. Nicht sehr sinnvoll, ne? Dankeschön, Ditcher, für 10 Monate mit Prime und guten Abend. Lange dauert so eine Orion zu entwickeln? 3 Monate ungefähr? Nee. Also, Raumschiffe wie die Orion oder auch die Reclaimer und auch viele andere sind High-End-Game-Schiffe. Das sind große Multicrew-Schiffe, die einen Berufszweig vollenden. Ganz am Ende also kommen. Und daraus ergibt sich, dass diese Schiffe auch erst ganz zum Ende fertiggestellt werden mit ihrer ganzen Mechanik. Ich finde es übrigens auch albern, ich finde es cool, dass die Reclaimer schon im Spiel ist, weil es ein cooles Schiff ist, aber die kann ja nichts. Deswegen, eigentlich dürfte es die noch gar nicht geben. Das haben sie irgendwie mal vorgezogen aus irgendeinem Grund. Eigentlich Quatsch, ne? Weil bis die Reclaimer mal fertig ist, da ist aber... Puh. Also mit fertig meine ich wirklich fertig. Dass die Mechanik auch wirklich funktioniert, die sie hat. Das dauert noch. Mal gucken, ob die Quest hier geht. Tompkins, na schauen wir mal. Aber wir können immer davon ausgehen, bei allen Schiffen, es kommt erstmal das rudimentäre Einsteiger-Gameplay, siehe Mining, siehe Salvaging wird es auch so sein, siehe Medical Gameplay mit der Cutlass Red, also wirklich das rudimentäre Einsteiger-Gameplay. Dann kommt nach einiger Zeit das Mid-Range-Gameplay, wo dann ja schon in Richtung Multicrew was machst oder mit anderen Schiffen zusammen was machst und so weiter. Und dann kommt einige Jahre später das Endgame. Und dann kommt vielleicht nochmal später noch ein High-End-Game oder sowas. Ne? Wie lange die Jungs daran sitzen, so ein Schiff der Größe zu entwickeln? Weiß ich nicht. Muss die Jungs fragen. Also ich würde mal sagen, die brauchen schon für ein Schiff der Größe locker ein Jahr. Ne? Guck dir mal die Merchantmen an. Die wollen sie dieses Jahr gerne raushauen können. Und selbst da fehlen noch die ganzen Shops. Die kommen ja nicht mit Shops. Glaube ich jedenfalls nicht, dass das schon alles funktioniert, ne? Würde mich stark wundern. So. Und da sitzen die am Design und an dem ganzen Ausbau, sitzen die locker ein Jahr, na klar. Es kommt halt auch darauf an, wie viele Leute du ransetzt. Wie wichtig ist das Schiff, wie schnell muss das raus sein, wie viele Ressourcen willst du da reinstecken. Wenn bauen müssen sie eh alle, ne? Aber sie haben ja genug andere Dinge noch nebenbei zu tun. Wird es nochmal die Möglichkeit geben, sich die Scorpius zu krallen? Und wenn ja, wie teuer ist sie? Preis habe ich gerade gar nicht im Kopf. Also sie wird Flight-ready werden, wenn sie released wird, ganz sicher. Also irgendwie mit 3.17 oder einen Monat später, je nachdem, ob sie pünktlich kommt. Wenn du die Scorpius jetzt schon kaufen willst, noch zum vergünstigten Preis, bleibt dir meines Wissens nach nur eBay oder ähnliche Seiten. Musst du mal gucken. Ich kann mal ganz kurz schauen, was kostet die Scorpius auf der Website. Gucken hier. Die Scorpius. Die abstürzen hier. Ah, geht noch. Die kostet $220, also ungefähr 230 Euro. Ne? Und da musst du mal gucken auf eBay, was da eine Scorpius kostet. Oder auf anderen Webseiten, ja, ne? Da zahlst du eigentlich denselben Preis, aber hast noch eine LTI dabei. Ne? 220 sehe ich auch, also das wäre nochmal eine Möglichkeit. Aber da immer vorsichtig sein, wenn ihr sowas macht, immer Bewertungen lesen. Ne? Nicht blind kaufen, nur weil der Preis stimmt, sondern einfach Bewertungen lesen, was hat er verkauft und so weiter.
geht mir mein Licht eigentlich nicht? Guck mal, das Licht. Wo scheint denn das hin? Überall hin. Das ist unglaublich. Ach. Immer ist irgendwas im Weg. So, okay. Gucken, ob das hier geht. Ja gut, dass Server-Meshing mit Pyro kommt, das wissen wir ja schon seit 2 Jahren. Wir warten halt auf beides gleichermaßen und das ist das Problem. Aber sie machen das schon. Es dauert halt, solange es dauert. Manchmal wäre man gerne noch viel tiefer drin und würde viel, viel mehr nachgucken und nach irgendwelchen Sachen suchen, ne, bei CRG. Wie weit sind sie da? Wo hängt's da? Also, was mir halt echt fehlt, sind diese Bugsmashers-Dinger oder so. So ganz interne, ja. Okay, der geht. So ganz interne Dinger, wo sie einen tief reinblicken lassen, wo hängt gerade irgendwas, ne? So ein bisschen die Probleme auch mal zeigen, aber das macht sich wahrscheinlich im Marketing nicht gut, schätze ich mal. Deswegen haben sie es abgeschafft. Sie wollen ja nicht Probleme zeigen, wo sie hängen, sondern sie wollen Sachen zeigen, die funktionieren. Und, naja, das ist halt so ein bisschen die Problematik dabei. So, klappt das hier oder nicht? 9 von 10, das sieht schon mal gut aus. Hier hängt schon wieder so ein Aufzug, den machen wir mal direkt zu. Da ist irgendwie echter Wurm drin. Aber vielleicht liegt es auch einfach an dem Server. Kann das vielleicht auch... Steckst halt einfach nicht drin. Ja, Marketing freut und Feind zugleich. Das ist so, ja. Naja. Ich sage immer wieder, CRG würde es gut tun. Eine Handvoll... Oh, ich hab ihm, glaube ich, in die Eier geschossen. CRG wird es gut tun, manchmal ein bisschen weniger Marketing zu machen und mehr sich auf das zu konzentrieren, was tatsächlich da ist. Und auch mal ein bisschen mehr zu zeigen von den Sachen, die vielleicht noch nicht so gut klappen. Na? Also so ein bisschen einen anderen Umgang dazu pflegen. Also gerade in den letzten 1-2 Jahren ist das mit dem Marketing schon ganz schön krass angestiegen, von meinem Gefühl her zumindest. Vielleicht stimmt das auch gar nicht, vielleicht ist das nur ein reines Gefühl. Aber ich hatte zumindest das Gefühl, vor 2 Jahren hat man noch mehr Informationen hinter den Kulissen zusammenbekommen. Auch mal von Sachen, die nicht perfekt laufen, sondern die, ja, wo sie halt gesagt haben, hier, das sitzt man gerade dran, läuft nicht so, wie wir wollen, aber wir versuchen unser Bestes, so unter dem Motto. Also ein bisschen realistischere Informationen. Während ja heutzutage der Newsletter teilweise sogar schon für Werbezwecke benutzt wird. Also müsst ihr mal gucken, wenn ihr noch habt, ihr könnt ja mal zum Beispiel mal die Newsletter angucken von vor 2 oder von vor 3 Jahren und mal vergleichen mit dem heutigen Newsletter. Also dieses monatliche Ding, was jeden Monat kommt über Star Citizen. Nicht Spotify Tool, sondern wirklich Star Citizen. Und dann seht ihr, dass in den Newslettern der Marketing-Part, der ist riesengroß angewachsen. Ja, das Schiff gibt's noch und hier letzte Chance und pipapo. Und die anderen Sachen sind aber gleich geblieben. Das ist schon so. Naja. Auf der anderen Seite verstehe ich es auch. Ich meine, es ist halt wichtig, dass die Kohle reinkommt, sonst können sie die Leute nicht bezahlen. Und müssen, ja, oder kommen halt auch dann langsamer voran. Also das Marketing beschleunigt ja auch dann wiederum die Entwicklung. Ne? Es hat immer alles so 2 Seiten. Es sind wieder 2, die hier übrig bleiben, oder? Kann das sein? Das gibt's doch nicht. So.
sind wieder zwei, die übrig bleiben. Echt Pech heute hier. Ich glaube, ich werde das mal offscreen hochfarmen, um euch dann mal in einem späteren Stream die höhere Mission mal zu zeigen. Das will ich euch hier gerne im Stream ersparen. Das ist schon belastend, wenn das immer nicht geht. Aber ist ja nicht so schlimm. Guck mal hin. Machen wir später mal. So, so. Da muss ich mal offscreen mal ein paar Stunden Zeit nehmen und das mal hochspielen. Das ist ja kein Problem. Das mache ich mal. Wie heißt die bessere Mission? Die heißen eigentlich genauso, nur die geben halt mehr Kohle. Was es sonst noch ist, weiß ich nicht. Das will ich auch noch herausfinden. So, und generell, was es noch für Missionen in dem Bereich dann gibt. Aber wie gesagt, das machen wir ein andermal. Ich würde sagen, wir machen für heute aus. Ich würde mich jetzt wirklich gerne wieder hinlegen. Hat ganz gut geklappt. Aber so, ich merke es langsam wieder ganz schön im Rückenbereich. Das, ja, naja, ist halt immer dann, wenn es dann gegen Abend wird oder später wird, ist es ja immer so ein bisschen schlimmer wieder als tagsüber. Und dann so ein bisschen müde wird und so weiter. Und ich muss auch, ich hoffe auch, dass ich wirklich mal durchschlafen kann, ist die Nacht. Dankeschön, McFly, für 22 Monate auf der wunderbaren Stufe 2. Besser spät als nie. Vielen Dank. Ne, ich hoffe, ihr versteht das. Wir machen, also ich gehe davon aus, dass ich am Freitag wieder wie neu bin. Und dann können wir da ein bisschen Zeit nachholen. Wir haben ja kein festes Enddatum in dem Sinne. Wir können ja länger oder kürzer machen, wie wir wollen. Ne? Aber heute würde ich mir gerne mal die letzte halbe Stunde dann doch wegsparen. Und dann machen wir am Freitag ein bisschen länger oder so. Da habt ihr eh noch mehr Zeit. Und am Freitag, wir gucken mal, was wir machen. Ich bin noch unsicher. Vielleicht noch mal ein Special zu Hull A. Denn da sehen wir ja ganz viel wohl am Freitag auch von CRG. Und mal gucken, was mir noch einfällt. Wir haben ja das Größte oder das Meiste in 3.17 mittlerweile abgespielt, abgefarmt. Aber ich will auf jeden Fall noch ein paar Sachen vorbereiten. Und würde auch gerne mal am Wochenende ein Community-Event mit euch starten. Dazu aber später mehr. Das rennt ja nicht weg. Ne? Machen wir alles. Freitag, Samstag, Sonntag. Star Citizen. Und ja, ich würde an der Stelle sagen, danke ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich lege mich jetzt ins Bett mit Kamillentee und noch eine Banane reinpfeifen. Und dann denke ich mal, dass ich morgen auch ein bisschen Let's Play aufnehmen kann. Und dass alles dann wieder wie gehabt weitergeht. Das ist das Gute an dieser ganzen Geschichte. Sowas, wie ich es hatte, das kommt schnell und geht meistens auch wieder recht schnell vorbei. Anders als eine Grippe, wo du mal zwei Wochen flach liegst. Deswegen bin ich eigentlich dankbar, dass es sowas ist und nichts anderes. Ja. Also, macht euch noch einen schönen restlichen Mittwoch. Dann morgen guten Start in Donnerstag. Und dann sehen wir uns spätestens dann am Freitag wieder hier auf Twitch, beziehungsweise auf YouTube mit dem ein oder anderen News-Video. Bis dahin und ciao.